Was geht ab, Bildungselite? Herzlich willkommen zurück. Wir sind noch nicht vollständig, da fehlen noch zwei, aber wir starten schon mal rein. Ich begrüße euch ganz herzlich. Ja, Martin und Flo habe ich am Wochenende erst gesehen. Kevin letzte Woche, deswegen so viel Neues war wahrscheinlich gar nicht passiert, aber wie immer natürlich das Obligatorische: Wie geht's euch? Fangen wir doch mal bei Flo an, lange nicht gesehen. Flo, wie geht's dir? Ja, lange nicht gesehen, am Wochenende halt. Aber mir geht es eigentlich super, ich kann mich überhaupt nicht beklagen. Ich hatte heute einen sehr produktiven Rest-Day, habe viel gemacht, Coaching-Arbeit. Ich hatte zwei Posing-Sessions mit zwei Athleten, die jetzt auch bald auf der Bühne stehen. Und eine Maschine wurde noch bei mir abgeholt. Ansonsten muss ich sagen, war das Wochenende richtig geil. Erstmal Lüneburg, aber auch am Sonntag habe ich meinen ersten Profi zum IFBB Pro Moin. gemacht, also ersten Athlet Moin, zum Tobi. IFBB Pro gemacht. Ja. Herzlichen Glückwunsch Und dazu. Dankeschön, Dankeschön. Ja. Und das ist natürlich absolut geil, ne? Also das ist der Traum von jedem, der Leute vorbereitet. Ja gut, jemanden auf den Olympia zu stellen, ist vielleicht noch mal ein bisschen oder deutlich krasser, aber das ist auf jeden Fall schon mal ein richtig krasser Step gewesen für mich, weil ich stehe ja, seitdem wir das Coaching-Team haben, eigentlich nicht, aber irgendwo so ein bisschen im Schatten von Jan, sage ich mal, weil er ja damit eher gestartet hat, er hat mich zum Profi gemacht, etc. Ist ja wie bei Max und Justin. So, und dass jetzt dieser Step gekommen ist und der Simeon Profi geworden ist in meiner Obhut, ist natürlich mega geil. Und das auch noch in Schweden in der Classic, wo ich vor 3 Jahren Profi geworden bin, ist natürlich noch mal geiler. Ja, da schließt Ja, sich der Kreis. safe. Martin ist ein geiles Gefühl, Pro-Coach zu sein, Ja, auf jeden Fall. Also, ne? Beste, was es gibt. Ne? Ja. Meine Frage, Flo, was fühlst du mehr, wenn ein Athlet quasi su super gut abschneidet oder wenn du selbst super gut abschneidest? Wenn ich selber super gut Ja. abschneide, Oh, ich hätte das natürlich. andere gesagt, aber gut. Echt? Ich bin da nur ehrlich. Also, ich Okay. finde es mega geil und die Saison, die Simeon jetzt hinter sich hat, war echt hart. Wir haben die Regio ja schon bei der German Classic gemacht und dann ein bisschen Recovery und danach jetzt halt drei Wettkämpfe und das war jetzt auch wirklich der letzte Wettkampf, der geplant war und der Hauptwettkampf und der musste schon richtig leiden und es war schon geil. Ich habe das schon richtig, richtig gefühlt und ich freue mich extrem für ihn. Aber irgendwo muss ich sagen, dass die eigenen Erfolge da noch mal so ein bisschen krasser sind, so weil man steckt da mehr drin. Klar, als Coach auch, aber irgendwie ist das noch mal was anderes. Ja, Athlet, hast du die Arbeit gemacht? das ist wie wenn du zum Beispiel, du schenkst jemandem was oder du kriegst was geschenkt. So, Also ich freue ja. mich mehr, wenn ich jemandem was schenke, ehrlich gesagt. Ja, dann bist du so. Ja. Ich bin auch wie Martin. Also ich bin, wenn ich jetzt meinen Eltern was schenke und ich sehe, wie die sich freuen, dann denke ich mir, ach, ich bin auch so ein Typ, ich sage immer, du brauchst mir nichts zu schenken, egal wann. So, ich brauche nichts. Flo Ja, sagt aber es heute, schenk mir ist. viel. Schenkt mir viel. Und meine Frage generell jetzt an Flo, aber auch an Tobi, wäre mal: Seht ihr euch mehr als Athlet oder seid ihr lieber der Coach? Also wo ist eher euer Standpunkt? Ja, weil ihr seid ja beides. Also bei mir kann man das ganz klar beantworten mit Wenn du Athlet. eins auswählen müsstest, du Ja, darfst nie Athlet. noch coachen oder du darfst nur noch Athlet sein. Athlet safe, hundertprozentig. Na, aber ich finde, man kann das auch alles unter einen Hut packen. Und das eine wiegt ja das andere auch nicht auf. Wenn du aktiver Wettkampfathlet bist, und das kann Tobi, denke ich, genauso unterschreiben wie ich auch, dass man so viel in einer eigenen Prep dazulernt und das dann dementsprechend halt auch mit seinen Athleten machen kann, ist immer von Vorteil und man lernt da halt nur dazu. Und das ist zum Beispiel eine Sache, die halt Coaches, die wirklich nur vorbereiten, dann nicht unbedingt so drin haben. Ja. Ja, also ich gehe da konform. Ich glaube, ich muss auch sagen, ich bin da der Athlet. Einfach weil ich das liebe. Aber das macht einen auch irgendwie zu einem anderen Coach und auch zu einem greifbareren Coach als Athlet. Also wenn meine Schützlinge jetzt bei mir sind im Gym, ich bin auf Prep, die sind auf Prep, das verbindet. Und deswegen, ich will beides nicht missen, bin ich ganz ehrlich. Aber ich habe jetzt gemerkt, wie schwer oder wie stark ich Bodybuilding vermisse, wenn ich es nicht ausführen darf. Dementsprechend ganz klar Bodybuilding. Ja.
Tobi, du bist noch kein Pro-Coach, richtig? Oder habe ich da was verpasst? Nein. Ja, guck mal, aber vielleicht kommt das irgendwann und dann hast du auch dieses Gefühl wie Matthias, du sagst, ach, das war so schön und Ja, ja. definitiv. Also Ja. ich freue mich immer, wenn meine Athleten gut abschneiden. Das ist mega genial. Ich Also. finde immer dieses Pro-Coach, also du musst ja auch dann die passende Person zum richtigen Zeitpunkt in ein Coaching bekommen mit dem Potenzial und sowas. 100%. So, wenn jetzt zu mir durch Zufall einer kommt, ey Kevin, gib mir mal ein paar Ratschläge, sowas weiter, und dann wird der Profi, dann habe ich ja Glück gehabt. So. Also ich will Ja. jetzt nicht sagen, dass man da Glück hat, wenn man einen Profi auf die Bühne stellt, aber da muss schon das vom Mindset der Richtige kommen, von der Arbeitsmoral, von der Genetik natürlich. Und deswegen, klar, es ist geil, in der Bio stehen zu haben, aber es ist genauso wie IFBB Pro. Ich denke, Tobi macht seit 20 Jahren genau dasselbe wie ich. Oder Flo und ja, wisst ihr, was ich meine, ne? Aber es ist ja wirklich so. Ich sag mal, jeder gute, bekannte Coach hatte irgendwann einen Athleten, der das Eis gebrochen hat, mit dem sie bekannt geworden sind. Dann sind viele gute Athleten aufmerksam geworden, weil sie gesehen haben, der Coach kann was. Und auf einmal hat er 10 gute Athleten. Und die werden auch alle besser bei dem, weil er dann endlich zeigen kann mit dem richtigen genetischen Pool, was er eigentlich kann. Deswegen hat Witzig. Stefan Kienzel auch 17 Leute auf dem Olympia stehen dieses Jahr. Das ist einfach 16, so, weil 16, 16. 16, Ne ah, Nathan ist Nathan ist Spitze. raus, ne? Nathan ist Ja, Spitze. Nathan ist vielleicht ein bisschen drüber gerade. Ja, das ist aber einfach so. Dann hast du einfach die Chance bekommen. Und wenn du irgendein 0815-Typ bist, wieso soll denn zum Beispiel ein Tobi Hane zu irgendeinem gehen, wo er gar nicht weiß, was der für Leistungen bringt? Ne? So, und bei einem Stefan, da weißt du das halt, was der macht, wie der das macht und dass der halt die Leute auch super vorbereitet. Ne? Und das ist einfach ein Riesenfaktor, der man damit reinspielt. Ne? Ja, das musst du dir erarbeiten, so wie Stefan sich das ja auch erarbeitet hat. Mit Ja. dem einen, ich sag mal so, das war ja Fabian Mayer damals, der das Eis quasi für Deutschland gebrochen hat, so im Mainstream, dass alle auf einmal Stefan Kienzel kannten. Und er hat seine Leistung gebracht als Coach und dafür wird er belohnt. Aber dann die Leute sehen, okay, der hat richtig was drauf. Witzigerweise macht Manuel Bauer ja gerade den anderen Schritt. Er hat heute gepostet, dass er Hab mehr ich gelesen. Leichtathleten machen möchte. Ja. Weniger Wettkampfsport. Auch mal ein cooler Schritt, oder? Ja. Wenn er jetzt es mehr fühlt und selber so, wie Tobi gesagt hat, wenn du vielleicht selber so dieses Bodybuilding machst auf dem Level, dann ist es, hast du noch mal eine andere Leidenschaft, Bodybuilder zu coachen, als wenn du es jetzt vielleicht nicht machst und selber was ganz anderes predigst. Also ich finde, als Bodybuilder-Coach hast du schon nochmal ordentlich mehr Arbeit und vor allem Mindset-Arbeit und hast mit, ich sage jetzt mal, verschiedenen Charakteren zu tun, die verschiedliche Schwierigkeiten haben. Also jeder Coach kennt es wahrscheinlich. Und deswegen denke ich auch, der Schritt in Richtung Lifestyle ist dann auf jeden Fall auch erstens von der Verantwortung entspannter, weil man ja auch weiß, was man den Athleten quasi zumutet, gesundheitlich und auch ja, ich denke mal, vom ganzen Coaching her, oder? Ich würde ein Oder? Veto Also, einlegen. würde ich gar nicht so unterschreiben. Okay. Ich finde, Lifestyler sind tatsächlich meistens anstrengender als Wettkämpfer, weil die Wettkämpfer, da weißt du, die machen es. Klar, da gibt es auch Ausnahmen, ne, aber die meisten Wettkämpfer, die es wirklich ernst nehmen, das sind die entspanntesten Leute für mich, meiner Meinung nach. Na, aber dann gibt es so Lifestyler, die wollen jede Woche den Plan geändert haben und jetzt will ich das Produkt noch eingebaut haben und jetzt da ist Geburtstag, da ist die Feier, da will ich außer Plan essen und das, also. Ich hab in 3 Monaten einen Geburtstag. Kann ich da außer Plan essen? Wenn ja, wie soll ich das gestalten? Sowas, das fragen nur Lifestyle-Leute. Und Wettkampfathleten sind da deutlich entspannter. Und ich finde auch, der Progress ist halt einfach linear da. Und dann macht die Arbeit halt auch mehr Spaß, wie wenn du jemanden hast, zum Beispiel, der ist, sagen wir mal, 50, der hat 3, 4 Baustellen, der hat immer wieder Probleme, dass er krank wird, weil der 3 Kinder zu Hause hat. So, dann schafft er es mal da nicht ins Training, dann hat er mal da das Cardio geskippt und sowas publiziert sich halt einfach. Und dann kommst du halt bei manchen Lifestylern auch irgendwie da nicht so weit, ne? Und das Ja, ist aber halt dann für den Coach auch nicht so. Ja, fördernd, also ne? ich finde das eigentlich eher umgedreht, weil ich habe auch so 80% Lifestyler und ich würde sagen, die Lifestyler sind arbeitsintensiver. Auch wenn immer alle sagen, ja, ich mache nur Lifestyle, die wissen weniger. Die meisten Wettkampfathleten, die zu mir kommen, denen gibt es den Plan und die arbeiten ab. Das ist ein Gespräch von einer Viertelstunde und dann wissen die, was ich von denen will. Und dann läuft es. Bei einem Lifestyler ist das Ganze aufwendiger. Ich muss aber sagen, bei einem Lifestyler macht es mir anders Spaß, weil
ich sag mal, die meisten Lifestyler kommen ja, weil sie übergewichtig sind. So, das ist so, ich sag mal, der große Durchschnitt sagt, ey, ich bin jetzt 35, ich wollte immer mal gut aussehen und mindestens einmal im Leben ein Sixpack haben. Kriege ich das jetzt in dem Alter noch hin? Und das finde ich super genial, wenn du solchen Menschen helfen kannst und die haben dann irgendwie ein Sixpack, ganz klar, ganz weit weg vom Bodybuilding, aber die erreichen ihr persönliches Ziel und die Dankbarkeit und die Freude bei den Leuten ist viel höher. Weil das ist auch so ein Wohlbefinden im Lifestyle. Also ich habe jemanden, der ist mit 165 Kilo zu mir gekommen, den haben wir jetzt auf 110 runter, der ist jetzt schon richtig glücklich. Ganz weit weg, da müssen wir nie über Bühne sprechen, aber der ist für sein Leben so viel glücklicher geworden und das teilt er mir mit. Und das macht mich dann als Coach auch happy. Auch wenn das jetzt für mich nie jemand wird, wo ich sage, ey, den habe ich mal zum Pro gemacht oder so. Aber für mich als Menschen, muss ich sagen, macht mich sowas echt happy. Absolut. Das ist ein guter Punkt. Absolut. Ja. Gut, wir waren gerade bei Flo stehen geblieben. Da würde ich gerne nochmal die anderen Leute, anderen Leute aus der Runde fragen, so rum. Tobi, wie geht's dir? Wie geht's deiner Schulter? Ah, es wird. Oh, Aktivbewegung. Ich sehe es. Aktivbewegung seit letzte Woche Dienstag. Ja, es funktioniert soweit alles. Also die Schulter macht alles, was sie soll. Auch vom Bewegungsradius ist der Chirurg sehr zufrieden, mein Arzt, also mein Sportarzt ist zufrieden. Jetzt muss ich noch ein bisschen stillhalten, damit das wirklich alles fest verwächst. Und dann geht es dann irgendwann wieder los. Aber jetzt schon ein bisschen Mobility, ein bisschen Seitheben mit dem Eigengewicht quasi. Aber geht alles in die richtige Richtung. Bin sehr zufrieden bis hierhin. Ja. Und ich kann wieder Beine trainieren. Darfst du den Alltag schon gestalten? Also darfst du schon mal irgendwie ein Glas heben oder Teller hochräumen? Ja. Also im Alltag darf ich den Arm benutzen, halt nur jetzt nicht schwer belasten. Also eine Kiste Selter sollte ich jetzt damit nicht tragen. Aber ich kann den Arm wieder so im Alltag voll einsetzen. Geil. Schritt für Schritt wieder zurück. Freut Ja. mich. Martin, wie ist bei dir die Lage? Also jetzt am Wochenende ist die Wider Classics. Da ist dann wieder viel Arbeit. Also jetzt gerade eigentlich sind jede Woche Wettkämpfe bis Dezember. Und dazwischen kommt halt noch der Umzug. Also wir ziehen am Olympiawochenende, an dem Donnerstag, Freitag ist unser Umzug nach Hamburg. Und das wird dann nochmal richtig, richtig stressig, ne, mit allem drum und dran. Nach Mailand fliege ich übernächste Woche und dann irgendwann noch nach Rumänien, Polen wahrscheinlich noch und Amsterdam. Also da ist noch eine Menge zu tun. Und vor allem beim Umzug müssen wir halt mit dem Auto hochfahren nach Hamburg. Das sind dann auch wieder 8,5 Stunden Autofahrt. Na, also ja, viel zu tun gerade, viel Stress. Okay. Überleg mal, Dann habe jedes ich endlich eine gute Wochenende. Internetverbindung wahrscheinlich. Ja, geil, freue ich mich drauf. Ja, was meinst du? Überleg mal, jedes Wochenende Wettkämpfe und dann sollst du noch zwischendurch irgendwie umziehen in eine Stadt, die 9 Stunden entfernt ist. Das ist schon Ja, krass. auf jeden Das ist Fall. Und schon. das Ganze aufbauen und ja, Ja, ist ihr habt halt den so. Unternehmen, die dir helfen, ne? Ja, Gott sei Dank. Kevin, wie ist bei dir nach deiner emotionalen Karriereende-Ausfolge letztes Mal? Ja, Wie hast du so. die erste Woche nach dieser Verkündung erlebt? So war der eigentlich ganz gut. Ich wollte mich an der Stelle mal bei allen bedanken, die mir so ja, Zuspruch in den Kommentaren gegeben haben und ja, mich auch dafür respektiert haben, wie ich das Ganze aufnehme, wie ich das formuliert habe, wie ich das quasi verpacke und alles. Ja, es geht eigentlich alles ganz normal weiter. Also ich mache mein Essen, ich trainiere. Mir ist mal wieder bewusst geworden, wie wichtig das Training an sich ist. So scheiß mal auf Massezuwachs, Wettkampf und bla bla bla, sondern einfach, wie gesagt, dieser feste Bestandteil im Leben, dass du im Training dann deine 2 Stunden hast, wo du dann einfach dich auspowern kannst und danach einfach immer irgendwie besser fühlst, auch wenn der Tag noch so scheiße war. Hab natürlich so meine Tage, wo ich mich mal, ja, wo ich dann mal ein bisschen emotionaler werde oder in Gedanken komme und sowas. Aber im Großen und Ganzen denke ich, ja, komme ich mittlerweile gut damit klar. Oder bin ich die ganze Zeit gut damit klar gekommen. Ich habe jetzt auch nochmal entschieden, dass ich mich an den Andreas Flecht wende, der hier auch schon mal im Podcast war. Der hat genau zu der Thematik ein Video gehabt und das habe ich vor 2 Tagen gesehen, wo er das genau erklärt hat, wie diese Funktionsstörung quasi entstehen kann, gerade bei Bodybuildern oder dass alle Bodybuilder da irgendwie irgendwann enden könnten, so wie er es formuliert hat. Ja, und deswegen habe ich mich entschieden, mal an den zu wenden, ob man da noch irgendwie quasi Schritte einleiten kann, um das Ganze ja, noch besser reversibel zu machen oder überhaupt reversibel zu machen oder. Und ja, da bin ich jetzt mal gespannt, was da rauskommt, werde ich dann auch natürlich berichten. Habe jetzt für mich auch entschieden, ich werde so eine 3- bis 4-wöchige Detox-Phase machen. Ich weiß nicht, ob jemand von hier den Detox-Plan von Manuel kennt. Nee, der würde mich aber Der ist interessieren.
Ja, ich weiß nicht, ich veröffentliche gar nicht sowas, weißt du? Also, es basiert halt darauf, dass du den Körper komplett entsäuerst: kein Koffein, kein Kaffee, keine verarbeiteten Lebensmittel, kein Zucker, quasi nur frische Lebensmittel und ja, möglichst basisch halt. Auch in Verbindung mit Basenbädern und dann Saunagängen, regenerative Maßnahmen, Kräutertees, generell Kräuter. Und den habe ich schon mal gemacht, da ging es mir dann sehr, sehr gut. Ja, dann nimmt man auch so Supplements wie Zeolit zum Beispiel. Ich weiß nicht, ob ich das was sagt. Ist so Vulkangestein gemahlenes, soviel ich weiß, was dann ja, für die Giftstoffausleitung aus dem Darm oder die Darmreinigung eben auch begünstigt. Und ja, das werde ich jetzt 2, 3, 4 Wochen machen, je nachdem, mal schauen. Ich mag Diäten sowieso. Also ich bin auch jetzt momentan auf Diät, habe jetzt schon 6 Kilo runter. Ja. Sehe aber gut aus für meine Empfindungen und ja, trainiere gut. Läuft eigentlich alles soweit. Also. Hast du denn jetzt vom Ernährungsplan her das so gestaltet oder ihr, dass du so ein Downsizing-Programm hast, dass du halt vom Gewicht her auch ein bisschen weiter runter gehst, so beispielsweise unter die 100 Kilo irgendwie in dem nächsten halben Jahr? Oder sagst du da, das ist dir egal, du willst trotzdem noch in Anführungszeichen schwer sein und du trainierst so weiter, nur das halt mit minimalem Stoffaufwand? Das Problem ist, also erstmal arbeite ich nicht mehr mit Manuel zusammen, das habe ich dann auch gecancelt für mich, ja, weil ich dann einfach ein bisschen selber schauen will und ehrlich gesagt mir dann das Geld auch so ein bisschen zu viel ist in so einem Gesamtpaket, wenn es jetzt nicht auf Wettkampf geht und alles. Das Problem an der Sache ist, ich weiß jetzt gerade nicht so wirklich, was ich machen soll. Das kann mir auch keiner sagen. Die Ärzte können es auch nicht sagen, weil sie keine Ahnung von Bodybuildern haben, erst recht nicht von der Problematik, die halt durch Bodybuilding entstanden ist, sage ich jetzt mal. Und deswegen ist mir dieses Gespräch mit dem Andreas sehr wichtig, der mir dann sagen kann, muss ich jetzt vom Gewicht runter oder ist es sonst gefährlich oder kann es gefährlicher werden? Kann ich so weiter trainieren und auch Protein essen und sowas? Also ja, wie gesagt, wenn man mTOR die ganze Zeit stimuliert, dann ist es ja auch so ein Wachstumsfaktor am Körper. Ja, auf was ich halt achten muss, damit ich möglichst gut den Bodybuilding-Lifestyle weitermachen kann, möglichst massiv und gut ausschauen kann, ja, für die Verhältnisse halt, die mir möglich sind. Und dass ich dabei halt keinen Schaden verursache, sondern das Ganze halt trotzdem positiv beeinflusse in der Zurückbildung. Und ja, ich kenne sonst keinen, der mir das beantworten könnte, außer vielleicht Andreas, weil der da seit 25, 30 Jahren mit Bodybuildern zusammenarbeitet und dann halt eben auch das nötige medizinische Fachwissen hat, meiner Meinung nach, um das zu beurteilen. Was ist denn mit diesem Dr. Felix Poster, der auch bei Gannikus damit ist, wo der Wolwart gerade war? Der ist Ja, Kardiologe. wäre auch eine Idee. Aber ganz ehrlich, ich bin da schon an der Meinung von Andreas sehr interessiert, weil der, wie gesagt, das Okay. schon mit einigen Bodybuildern da Kontakt hatte und oder hat und da auch schon einigen geholfen hat, auch gerade das mit Steve. Er hat da auch schon wieder so eine Theorie aufgestellt, dass das Ganze durch eine Krankheit der Mitochondrien entsteht und sowas. Ja, das will ich mir dann nochmal genau erklären lassen. Und dann gucken wir mal weiter, wie es geht. Aber ansonsten habe ich jetzt entschieden, einfach Diät zu machen, besser in Form zu kommen, Gewicht zu verlieren. Ich meine, mein Blutdruck ist jetzt schon, also der war wirklich immer an der oberen Grenze, auch mit Medikamenten so bei 145, 150 zu 90 so im Schnitt. Den habe ich auch nicht weiter runtergekriegt. Ja, ihr kennt es selber, manche Sachen muss man irgendwie wegignorieren, wenn man es nicht mehr in den Griff kriegt. Also es, ja, war so immer meine Devise. Gut, dafür habe ich jetzt auch die Quittung bekommen. Aber der ist jetzt halt schon dann wirklich runter, teilweise auf 129 zu 78. Das ist ja top. Ja, aber noch mit Nevivolol und Ja. Telmisartan, ne? Also Wie das würde ich viel? halt auch 5 Nevivolol und 80 Telmisartan. Ja, gut, das ist auch schon obere Grenze, ne? Ja, eben. Also ich habe da einfach eine genetische Schwäche, was den Blutdruck angeht, dass der halt einfach bei ja, etwas höheren Mengen PEDs dann auch ordentlich hochgeht, so wie es ausschaut. Weil was anderes habe ich nicht geändert, außer die PEDs fast komplett raus und die Kalorien runter. Ja, wird doch daran liegen, du wirst doch weniger Ja. Wasser halten. So, das macht schon extrem viel aus. Ich weiß nicht, ob es das Wasser ist. Ich glaube eher, dass das irgendwas mit meinen Erythrozyten zu tun hat auch und irgendwie so. Ich weiß es nicht. Aber wie gesagt, das würde ich dann auch alles gerne mal Andreas fragen und kann dann gerne darüber auch berichten. Ja, Also ansonsten geht alles so weiter wie bisher bei mir eigentlich. Also ich trainiere, ich esse, ich schlafe, versuche in Form zu kommen und ja.
Also ich an deiner Stelle, bis du das Gespräch hast, würde auf jeden Fall alles machen, was so ein bisschen deine Herzgesundheit fördert. Gerade viel Cardiotraining, ne? Generell viel Aktivität im Alltag, Gewicht weiter runter mit deiner Diät, die du machst. Ja. Nee, so ist auch erstmal der Plan. Ja, Auch erstmal. ernährungsmäßig. Bitte? Ernährungsmäßig, wie machst du es da? Also hast du dir einfach selber einen Diätplan quasi gemacht? Also du Ja, machst nicht genau. dieses Ding von Manu, Nee, das mache ich jetzt ab Montag. Also ich habe mich, ab Montag habe ich Urlaub. Da fällt es mir auch leichter, da ein bisschen reinzukommen in diesen Plan. Und wenn der Plan dann mal steht, dann kann ich den auch, ich kenne es wahrscheinlich selber, wenn er einen neuen Plan kriegt, so komplett neu, mit komplett neuer Zusammenstellung, weil da ist dann kein Pre-Workout, da ist kein Post-Workout mehr dabei, sondern sind dann halt nur 6 reguläre Mahlzeiten. Und das ist dann, ja, bis der eingefahren ist, dauert so 3, 4, 5 Tage, finde ich immer. Und dann läuft es auch, wenn er arbeiten gehen muss, dann ein bisschen leichter von der Hand. Deswegen ab Montag habe ich Urlaub und da werde ich den Plan dann anfangen umzusetzen und dann mal den Körper komplett entsäuern. Ist auch übrigens sehr gut in der Krebsvorsorge, dass man das ab und zu mal macht. Und ja. Ich wollte Ja, eben noch sagen, ansonsten. ich habe nach dem Podcast mit dir auch erstmal gestern Kardiologentermin gemacht. Ja. Das freut mich, ja. Sehr gut. Wenn ich da ein paar Leute positiv beeinflussen konnte. Ja, weil das ist einfach eine Sache, die schiebt man gerne mal vor sich her. Vor allem, weil man auch so schwer einen Termin kriegt und dann weißt du nicht, was hast du für einen Kardiologen? Ist das ein Arschloch? Ist der gut? Und ja, das ist immer. Aber ja, wie gesagt, ich kann es nur empfehlen. Und was mir immer wieder im Kopf rumgeistert die letzte Zeit, Alter, warum hast du nicht einfach mal ein paar Pausen gemacht? So, weißt du, du bist jetzt 31, vielleicht hättest du es dann noch 10, 15 Jahre länger machen können. Und ich meine jetzt mit Pausen wirklich mal 6 Monate sagen, so, ich habe es eine Wettkampfsaison gesagt, ich habe es eine Wettkampfsaison gemacht, ich mache jetzt mal 6 Monate wirklich absolutes Minimum, Kohlenhydrate runter, also generell Kalorien runter, Protein ein bisschen runter, auch mal so eine Detox-Phase machen und wirklich mal 6 Monate dem Körper wirklich mal eine Erholungszeit gönnen, weil, wenn man mal ehrlich ist, das, was man immer als Erholung macht, diese obligatorischen 8 bis 10 Wochen, das Digga, ich ist mache gar nichts, drei. Alter. Da Ich habe kommst du nicht mal von deiner. drei habe ich gemacht jetzt nach meiner Ja. Wettkampfsaison. Da kommst 2 du nicht mal Wochen. von deinem Pegel runter hier, weißt du? Also das ist. Ja, mein Blutdruck war gut, Blutzucker war gut, Blutwerte waren okay. Leberwerte sind bei mir immer problematisch, aber wenn man die in Ruhe lässt, dann geht das auch schnell wieder. Ja, ich weiß nicht. Ich denke halt mittlerweile, ich habe das auch immer so gedacht. Meine Blutwerte waren auch immer super. Und ich habe mir halt dann jetzt echt im Nachhinein so gedacht, so, es hätte dir echt gar nicht geschadet, wenn du einfach mal 3 bis 6 Monate da wirklich Pause gemacht hättest und dann wieder voll angegriffen hättest für ein Jahr. Ja, und dann wärst du wahrscheinlich auch besser geworden. Also genauso wie wenn du jetzt durchfeuerst quasi. Also weil 8 bis 10 Wochen TRT ist halt quasi fast durchfeuern, weil du bist dann 2,5 Monate im Jahr raus und die restlichen 9,5 ist halt voll drin. Also. Ja, sollte man sich vielleicht auch mal ein bisschen Gedanken Tobi, machen. Also nicht nur. wenn ich nochmal anfangen könnte, dann würde ich Pausen machen. Ja, das ist ja immer das Problem, ne? Wenn es läuft, dann nimmst du die Zeit mit und nachher ist man in Anführungsstrichen ja immer schlauer. Aber das ist wirklich ein wichtiges Thema mit dieser Health Phase nach dem Wettkampf. 8 bis 10 Wochen, dann sind die Blutwerte gerade wieder gut und dann fängt man eigentlich wieder an, sie schlecht zu machen. Schwieriges Thema. Im Leistungssport halt irgendwann schwierig, weil dir die Zeit davon läuft. Ja, Machst wie du gesagt, 8 man kann bis da auch 10 Wochen keinen. Recovery, Tobi? Was? Sagt Stefan, dass du 8 bis 10 Wochen Recovery machen sollst nach einer Prep? Abhängig von den Blutwerten, aber wir machen eigentlich immer 8. Das Interessante ist, meine Blutwerte, ich nehme immer Blutwerte nach dem letzten Wettkampf, immer den Montag danach. Boah, Also toll. wirklich, um halt wirklich zu wissen, wie ist das, sind die Blutwerte im beschissensten Moment. Ja, okay. So, und meine Blutwerte sind da eigentlich nie grausam. HDL ist niedrig und das war's. Alle anderen sind in Range. Ich habe in meinem Leben zum Glück toi 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 noch nie Probleme mit dem Blutdruck gehabt. Eigentlich, wenn du das Blutbild siehst, denkst du so, ja, brauchst eigentlich gar keine Pause. Aber ich nehme mir eigentlich immer so 8 bis 12. Das Und ist das tut krass, mir auch gut. das ist lange. Ja, das Lustige ist, also ich weiß nicht, wie es euch geht in der Phase, aber bei mir läuft es da einfach nur über Regeneration und mehr Kalorien trotzdem durchweg gut. Ja, Also du ich habe bist nicht sogar das stärker Gefühl, in dass einer. ich, genau, ich werde trotzdem stärker, ich bin vitaler, mir geht's gut. Deswegen nehme ich die Phase mit, solange es geht. Wenn es dann stagniert, dann wird es irgendwann Zeit, ne?
Alright, Leute. Lass uns mal einen Schwenk zum Wettkampf-Bodybuilding kriegen. Ich würde auch gerne natürlich über das Wochenende in Lüneburg sprechen, aber da würde ich gerne noch auf Dwayne warten. Und wenn Kevin weg ist, passt das eigentlich ganz gut. Dann ist Kevin raus, der war nicht vor Ort. Und wir können einfach dann mal über Lüneburg noch sprechen. Aber ich habe noch ein paar andere Themen auf der Agenda, die ich auf jeden Fall ansprechen wollte. Und ein ganz, ganz wichtiges ist, dass jetzt die Jenny Zienert gerade wieder ihre Quali gesichert hat für nächstes Jahr schon. Die hat nämlich in Sesquan, heißt es, glaube ich, Sasquatch, den Wettkampf gewonnen. Und meine Frage jetzt an euch wäre: Wen seht ihr gerade von den deutschen Damen mit mehr Chancen beim Mr. Olympia? Ist es die Jenny oder ist es die Lena? Und ich möchte euch dann natürlich auch nochmal die Fotos zeigen, die aktuellen. Und habe da auch mal was vorbereitet. Moment, jetzt muss ich kurz mal so oben weggehen. So, einmal die Jenny. Das ist hier, glaube ich, ihre Form gewesen auf dem Wettkampf. Gut, jetzt sieht man das nicht so. Moment. Nochmal das Video, was eins drunter ist. Jo, Das ist perfekt, Wettkampfvideo. danke. Muss jetzt noch öffnen. Hier haben wir einmal Jenny nochmal im Video. Ja, dass wir nochmal einen Eindruck kriegen, wie sie aussieht. Wie immer eine super Form geliefert, finde ich. Und auch verdient gewonnen. Jetzt müssen wir mal kurz die Rückenpose abwarten. Da haben wir auch, glaube ich, alle Posen dann gesehen. Und dazu zeige ich euch gleich dann im Vergleich nochmal Lena auf ihrem letzten Sieg. Und wir können dann einmal entscheiden oder gucken, wen ihr dann von den beiden im Vorteil seht. Jetzt müssen wir kurz runterscrollen. Zu ihrem letzten Wettkampf. Ich Da ist ein. sehe hier rechts immer nicht alles, weil da Ja, eure Bilder da. davor sind. Genau, aber hier haben wir mal Lena noch eine Ansicht. Das sind jetzt keine bewegten Bilder, aber wir haben hier nochmal Lena. Ist Jenny eurer Meinung nach immer noch vor Lena oder hat Lena mittlerweile aufholen können? Sag Lena, er schlägt Jenny dieses Mal. Ja. Wieso? Wenn die Konditionierung passt, dann ja. Weil Das Lena ist ist ein ausgeglichen in ihrer Physik. Also ich finde ihre Linie einfach. Also es Schmied war der Mitte, ne? letztes Mal war es noch so, dass der Oberkörper, finde ich, zu also hinterhergehangen ist im Vergleich zu den Beinen. Aber Lena hat eine schönere Beinstruktur, schmalere Taille und ein ausladenderes Schlüsselbein. Und deswegen muss ich da sagen, sehe ich da Lena dieses Jahr vorne, wenn die Konditionierung passt, wie Tobi schon gesagt hat. Also formtechnisch fand ich Jenny besser jetzt in dem Fall. Aber ja, ich bin mir sicher, Lena kriegt diese Form auch hin oder hat sie auch schon. Ja, also ich finde, die sind sich beide sehr, sehr ähnlich. Nur Jenny ist ein bisschen gerader in der Mittelpartie, was bei Lena dann optisch den Rücken viel besser macht, weil sie viel mehr Sanduhr ist. Von der Konditionierung ganz klar Jenny. Und da lässt sie sich ja auch absolut nichts nehmen. Also ich habe Jenny noch nie außer Form gesehen. Bei Lena ist es ja, ich glaube, es war ihr letzter Olympia, wo es ein bisschen verrutscht ist, ne? Vorletzter, Ja, vorletzter. letzter, ne? Aber die letzten Shows waren immer Bombe. Also es wird spannend. Flo, wie ist deine Meinung dazu? Also Condition, Jenny, Lena von der Linie her und ich mag auch ihre Ausstrahlung extrem. Ich muss aber sagen, ich habe Jenny noch nicht auf der Bühne gesehen. Die hat, wie man da jetzt auch im Video sieht, auch eine Bombenausstrahlung. Ist muskulär, finde ich, noch mal ein bisschen voraus gegenüber Lena. Aber wie gesagt, Lena von der Linie her ist das gerade im Taillenbereich halt noch mal ein bisschen was anderes. Ich Ist so finde die auch. Frage. Aber ich kann mir sogar vorstellen, wenn Lena on point kommt, dann wird das eine knappe Sache und wird vielleicht sogar positiv für Lena ausgehen. Obwohl ich beide extrem mag. Also ich finde Jenny auch total sympathisch. Also ne, nicht, dass hier irgendwer was falsch versteht. Ja. Ich finde halt einfach, Figur ist keine Muskelshow. So. Wenn du dir die Sydney Gillen anschaust, die Miss Olympia ist sechsfach. Die hat weniger Muskeln als eine Jennifer Zienert, ne? Aber die hat halt einfach so eine Linie. Also, Ja. die lebt ja komplett von mir. Sanduhr-Tradition. Genau, und deshalb, wenn man danach geht, nach diesen Kriterien, ist Lena für mich die Stärkere. Und das ist halt einfach genetisch. Das hat nichts damit zu tun, dass die jetzt irgendwie mehr leistet oder mehr Arbeit reingesteckt hat. Also, beide absolut kranke Arbeit geleistet. Aber im Endeffekt geht es halt um die Nuancen. Und da geht es dann halt darum, wer hat einen besseren Knochenbau für mich. Ja, und das hat Lena, das ist so. Ja. Okay, das heißt,
Ich muss auch sagen, ich finde Jenny von der Härte einen Tacken besser. Ich finde auch von der Muskulatur hängt noch ein bisschen mehr dran. Aber Lena lebt halt von ihrer Linie und halt auch von der Ausstrahlung. Die würde ich auch an Lena geben. Deswegen, es wird spannend zwischen den beiden. Auf jeden Fall ein smarter Move von Jenny, sich jetzt schon die Quali zu holen. Sehr Kurz vorm schlau, Olympia. super gewählt. Nadine probiert das jetzt am Wochenende auch in Warschau. Warschau. Ja. Isa auch in Reno. Genau, stimmt. Lisa Meißwegstadt auch nochmal. Ja. Und ja. Aber Da die ist hat ein, doch, also hat Lisa nicht die Quali sogar schon für 2025? nee, Oder ich glaube, vertue sie ich hat mich sie da? zweimal für 24. Ja. Ah, okay, gut. Ja, einmal Und in ja, Niederlande jetzt und beginnen dann ja in die Wettkämpfe für Großbritannien. 25. Ja, okay, ich dachte, sie hätte schon früher eingemacht, wo sie sich qualifiziert hat, aber Aber alles jetzt am klar. Wochenende sind eh wieder viele Figur-Mädels aus Deutschland dabei, ne? Ja, da, ich guck mal, Warschau habe ich hier, glaube ich, auch noch. Genau, das sind sie. Ich Das sind weiß, die Hanna die. Braus ist noch dabei, Ach, Nina und die Elli, okay. ja. Genau, wir. Und also Hanna Brause, Nina Paulus, Elisabeth Kammerer und Nadine Huber starten in Warschau. Krasses Line-Up wieder, also ganz gute Chance, dass vielleicht auch einer der Deutschen das Ganze macht. Ne? Ist ein reiner Women's-Figur-Wettkampf, das heißt, das ist auch die einzige Klasse, die da startet. Des Weiteren haben wir dann am Wochenende die Show in Vegas, die Legion Pro, wo halt, wie gesagt, glaube ich, die Lisa Maiswinkel startet und Genau. auch der Dennis Reinhold. Okay. Ach, krass. Da habe ich jetzt auch nochmal im Moment. Das müsste eigentlich auch hier sein. Genau, da. Legion Sport Fest. Hier habe ich mal das Line-up von den Open-Jungs. Ich glaube, die Leute, die auf jeden Fall da rausstechen, sind zum einen halt natürlich Dennis Reinhold, der, weil er von uns kommt. Patrick Moore startet wieder. War auch mal ein guter Olympiathlet, mittlerweile nicht mehr so. Justin Drücken. Rodriguez probiert Mit das Rücken. nochmal. Ja, kommt doch gleich. Justin Rodriguez startet auch nochmal. Bruno Santos, der gerade die UK gewonnen hat, und halt als einer der Mitfavoriten Brad Wilkin. Ja. Wen seht ihr da vorne? Mit Brad. Rücken. Ja, absoluter Fan von Brad Wilkin. Ich Also auch, ja, der mega. Look gefällt mir richtig, richtig gut. Glaubt ihr, dass Bruno Santos ihm gefährlich werden kann? Nein. Nee. Also man muss schon mal sagen, die Wertung jetzt auf dem Wettkampf und die Quali war irgendwie sehr War merkwürdig. komisch. Ja. Also ich Ja. weiß nicht, wie sich der Presti gefühlt haben muss, nachdem der andere gewonnen hat. Also für mich war das Für mich war es klar, Presti, aber gut. ja, Ganz es war klar. ganz, ganz komisches Ergebnis, wirklich. Obwohl ich da sagen muss, dass wir da komplett anderer Meinung sind als der Podcast bei Fuad. Weil die waren ganz klar der Meinung, dass Presti das Ding nicht gewonnen hat, sondern dass Bruno Santos das Ding geholt hat. Waren die Aufgrund der live da? Beine. Waren die live da? Nee, das nicht, aber wir ja auch nicht. Ja, das meine ich nicht, aber wären die jetzt live da gewesen und hätten jetzt vier Leute oder fünf, die vom Bodybuilding Ahnung haben, gesagt, der war besser, dann hätte ich gesagt, okay, dann halte ich mein Maul, weil ich habe nur Ja. Bilder gesehen. Aber wenn die jetzt genauso nur Bilder gesehen haben oder Videos wie wir, Verstehe ich ja, nicht. keine Ahnung, ich weiß nicht, wohin sich dann Bodybuilding entwickelt, weil ich fand den jetzt nicht, ja, keine Also Ahnung. conditiontechnisch auf gar keinen Fall. Nee. Ja, so, ich meine, Presti hat auch so ein, zwei Problematiken, Beine von vorne und halt einfach kein Trizeps. Aber was die Härte und Muskeldensität angeht, das war schon genial. Ja, und auch der ist auch, ich finde den auch mega symmetrisch und also gut, dass die Beine eine leichte Schwäche haben. Ich finde, es ist zu vernachlässigen, so wie der aussieht. Und vor allem von hinten, der hat einfach fingertiefe Streifen im Arsch gehabt. Ja. Und das ist für mich Bodybuilding und nicht, ich blase mich mal auf, lade mich mal bis zum Anschlag voll und stelle mich da hin, weil so hat mich der andere ausgesehen in meinen Augen. Ich fand sogar Ja. Enrico besser. Ja. War der auch. Ja, bleiben wir doch gleich bei Enrico und bei Presti. Muss ich wieder den Bildschirm teilen, aber das mache ich doch sehr gerne. Und zwar gibt es auch in Frankreich einen Wettkampf. Die Tsunami Pro, jetzt muss ich mal warten, bis da oben. Da startet doch Samson, ne? Ja, der Yes. Kanadier. Yes, Der das macht war. alles richtig, Alter, und danach nach Das Olympia wäre meine nächste Frage. Aber gucken wir gewesen. uns erstmal das Line-up an. Ja, Wir Christilla auch. haben den Samson. Den Ja. Ali Edward, der jetzt sowohl in UK als auch in Italien kein Visum bekommen und nicht starten durfte. Mal gucken, was dieses Mal schafft. Enrico ist wieder dabei. Der Theo Leguerrier ist dabei, der auch Ah, jetzt auf okay. dem Olympia steht Ja. und Franzose ist und von Tsunami, glaube ich, gesponsert wird, also von Yamamoto. Ja, Das spielt keine Rolle. Das Okay. spielt keine Rolle. Der Mo N'Sour ist wieder dabei, der übrigens total nett ist. Mit dem habe ich jetzt mal geschrieben, der will auch immer in den Podcast kommen. Wird, glaube ich, ganz spannend, wenn er dann ein bisschen Deutsch kann. Andrea Presti ist dabei und Chris Ziller wieder. Also ich finde, das ist ein ultra geiles Line-up. Ja. 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 Und
Natürlich jetzt mit Samson Dauder am Start, ist die Spannung so ein bisschen weg, was den Sieg angeht, meiner Meinung nach. Aber danach wird es echt ein cooles Ding. Also wie seht ihr das Ganze? Und über Samson unterhalten wir uns gleich, ob das eine kluge oder nicht so kluge Entscheidung war. Aber wie ist eure Prediction für diesen Wettkampf? Bestie auf 2. Sag Fortio? ich. Ich finde Theo, der präsentiert sich zwar geil, aber irgendwie finde ich den ein bisschen dünn. Ist ein bisschen überhyped, ne? Ja, also ich Ja. finde auch beim Olympia wird er, also da wird er wahrscheinlich Letzter von allen 16, die starten. Wo hat der denn die Quali geholt dieses In Jahr wieder? Japan, letztes Jahr, da stand er neben Roman Fritz in Japan. Ach, Lava. Okay. Hat aber er hat Roman geschlagen, aber ich fand sogar, hätte man einen Roman geben können. Also du sagst Presti auf 2 nach Samson und dann den Theo wahrscheinlich. Ja. Vielleicht sogar Enrico. Vielleicht. Ja, je nachdem, wie Theo in Form kommt, dann kommt ein Enrico, wenn er top in point ist. Das wird auf jeden Fall interessant. Ja. Das ist auch Finde ich eigentlich auch interessant. gut. Ja, finde ich auch gut. Das ist also echt ein interessantes Line-up, weil es nicht so ist, dass man klar durchsortieren kann, was ich immer ein bisschen geiler finde. Und Samson ist gesetzt, das ist, denke ich mal, klar. Ja. Aber danach wird es echt interessant. Der Mo hat ja jetzt Enrico in UK geschlagen. Ist es bei eurer Meinung nach auch ein Resultat des kuriosen Votums in England gewesen oder war das schon berechtigt, dass Mo vor Enrico war? Ich würde sagen, da hättest du, also eigentlich, wenn wir jetzt mal mit den Top 2 konform gehen, dann war zwischen 3 und 6 eigentlich alles so ein bisschen tauschbar. Und über die ersten beiden haben wir uns ja schon unterhalten. Ne? Also da hätte man auch einen Chris weiter nach vorne setzen können. Ja, ich finde bei diesem Wettkampf sehr interessant, dass wir so viele gleiche oder ähnliche Typen haben. Wir haben halt zum einen halt so die Leute, die so ein bisschen kleiner und bubblier sind, wie zum Beispiel den Ali Edward oder den Enrico Hoffmann. Ich finde auch Moe halt ein bisschen kleiner, aber dafür ganz gut bepackt. Und Aber dann haben wir. Mo hat irgendwie eine langgezogenere Symmetrie als jetzt Enrico zum Das Beispiel. stimmt, Der das stimmt. wirkt anders. Das stimmt. Auf der anderen Seite haben wir aber dann auch noch drei wirklich große Athleten mit dem Chris Ziller, mit auch Andrea Presti und Samson ist ja auch kein kleiner Mensch. Ja, der Josh Marley ist auch groß. Der Guck. ist ganz groß, Ja, aber ja. der wird sich weiter hinten sortieren. Ja. Interessant, also wenn sie jetzt zum Beispiel Samson nach vorne stellen, hat dann vielleicht auch ein Chris Ziller bessere Karten, weil er dann halt irgendwie sich mit eher so an Samson und Presti orientiert. Also auf jeden Fall wäre interessant, wenn die beiden nebeneinander stehen, so mal um ein bisschen auch das Volumen zu vergleichen. Das ist auf jeden Fall ein ganz cooler Vergleich. Ja. Wo Chris und Samson standen ja schon auf dem Victus. Victus Cup nebeneinander. Damals Ja. auch Samson im Guest-Posing. Wird ein cooles Wiedersehen auf jeden Fall, dieses Mal beide zusammen auf der Wettkampfbühne. Ja, vor allen Dingen in Shape, ne? Man muss einfach Ja. sagen, so ein Guest-Posing ist immer ganz nett, aber in Shape ist es eine ganz andere Liga. Kommen wir zur Frage der Fragen. Samson startet auf der Tsunami Pro in Frankreich. Cleverer Move oder absolutes Risiko? Ich hau Wenn mal jetzt raus, clever. verrutscht. Ich würde auch sagen, clever. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass die Form verrutscht. Und selbst wenn er nicht mit hundertprozentiger Form kommt, müsste er das Ding gewinnen. Also ich glaube jetzt nicht, dass er da verliert. Also ich habe heute ein Statement gesehen, dass die das auch machen, weil die gesagt haben, der ist nach der ersten Peak Week immer besser dann nochmal. Ja, also, und auch um Sachen auszuprobieren. Und von allem daher finde ich es gut, dann steck halt noch die Kohle ein, weißt du, flieg dahin, räum ab, probier aus und warum nicht? Er Also. braucht es auf jeden Fall für die nächste Quali nicht. Ne? Also wenn er sich jetzt Top 3 platziert beim Olympia, ist er ja wieder platziert. Ist er Wenn. ja wieder dabei. Ja, gut. Ist immer ein Risiko da, es nicht zu schaffen, aber Ja. ich denke mal schon. Ich vermute ja, dass sie versuchen, 100% zu bringen, um richtiges Statement zu setzen, um wirklich alle Augen und Ohren für die Olympia zu öffnen. Weil wenn er da Dann jetzt braucht richtig er einen das. raushaut, dann kommt er auf der Olympia auf der Bühne und dann sind aber alle hundertprozentig bei der Sache. Ja. Das ist auch ein sehr guter Punkt. Ich denke, das ist auch eine gute Entscheidung von ihm und seinem Coach oder seiner Frau. Und ich sehe das auch so, dass teilweise viele Athleten bei dem zweiten oder dritten Wettkampf teilweise sogar besser in Shape sind, besonders weil man dann merkt, okay, vielleicht hätten da noch ein, zwei Kilo runter können und dann hat man noch mal 2 Wochen, so bis zum Olympia.
Und dann kommt der Top gepeakt zum Olympia mit noch ein bisschen Rückenwind aus Frankreich. Also, why not? So. Ja, oder auch probieren, wie weit du den laden kannst, bis es halt dann vielleicht ein bisschen kippt oder sowas. Dann erstmal ein bisschen vorsichtiger laden jetzt zu dem Wettkampf, wo du beim Mr. Olympia dann nochmal die letzten 1, 2, 3% rausholen kann. Ja, und wenn Wobei er ich sich jetzt jetzt nicht doch glaube, dass nicht Chance so knapp qualifiziert, wird. wenn er sich jetzt Nee, doch ja, nicht stimmt, aber. qualifiziert. Ja, stimmt schon. Ja, viele Kunden. Erstmal hat die Quali. Zweitens, die können auch nochmal ausprobieren. Ne? Wie können sie Samson jetzt überhaupt pieken? Ist ja auch schon ein paar Jahre her, dass seine Freundin das erstmal gepiekt hat, obwohl zu Arnold Classics. Einziger Nachteil könnte natürlich sein, wenn Samson jetzt nicht in Topform kommt und Presti und Theo ihm das Leben wirklich mal schwer machen und er das Ding trotzdem gewinnt. Kommt er rüber nach Amerika mit diesem Gefühl, es war schon schwer gegen Presti und gegen Theo. Kann er jetzt überhaupt auf der Olympia was reißen? Das ist halt das Problem, was das Momentum klauen kann, ne? Ja, ganz klar, aber ich glaube, diese Situation wird nicht entstehen, weil selbst wenn Samson 10% aufkommt, dominiert er einfach mit Linie und Muskelmasse. Ja. Presti und Theo sind out of Top 10, meiner Meinung nach, im Olympia, selbst in Ja. Bestform. Und ich denke nicht, dass Samson da irgendwelche Probleme hat, also dass die den irgendwie ans Bein pissen können, so gar nicht. Und außerdem nach dem Olympia, wenn er vielleicht doch nur Vierter wird, muss er dann echt gucken, wo er zum Beispiel hinfliegt, damit er dann die Quali in dieser Zeit noch kriegt. So, er wird sie trotzdem kriegen bei einem Wettkampf, aber so ist es trotzdem nochmal entspannter, weil danach im Olympia hast du den Stress nicht mehr, kannst in Recovery gehen und du hast die Quali schon für 2025, kannst dann Ja. schön Off-Season machen, durchstarten. Ja, also ich Ja. glaube, das ist ein guter Move von denen. Er hat auch erzählt im Podcast, dass er nach dem Olympia einen Urlaub in China geplant hat mit seiner Frau. Also da sind keine Ja. Wettkämpfe geplant. Ja, siehst du, dann ist das doch schon alles so abgekatert. Wann ist denn der Olympia nochmal genau das Datum? Schande über mich, ich 12. weiß. Was? In Sind 2,5 zwölf. Wochen. 9. bis 12. oder so. Nee, Ja, warte, ich muss grad, in der diesem Wochenende, wo 11., du jetzt 12., hin willst. 13.? Ja, warte, ich Irgendwie muss so. gerade aufs Ding schauen. Ja, also 10. ist die Pressekonferenz, dann 11., 12., 13. sind Ja. die. Genau. Ja. Geil, da habe ich Urlaub, Alter. Ja, Martin zieht um. Nein, Kannst im Auto gucken. Ja, zwei bis oder drei 3 Uhr Wochen morgens. noch. Samson haben wir jetzt schon abgefrühstückt. Ich muss nochmal meinen Bildschirm teilen, denn es wird in der Klassik tatsächlich ein wenig spannender. Wir haben Gerade nämlich gesehen, ein Aufeinandertreffen zwischen Mike Sommerfeld und Ramon im Fitnessstudio und es gab ein spontanes Pose-Down. Und ich würde jetzt gerne einmal eure Meinung zu Ramon und Mike hören wollen. also ich hatte vor dem Video eine bessere Meinung von Mike, ehrlich gesagt. Also Ja, ich auch. hat halt immer Videos, Bilder gepostet, natürlich im krassen Licht und sowas. Und ich dachte dann, dieses Mal wird es echt der beste Mike ever. Sieht richtig, wird er Ja. auch nicht, aber sieht richtig krass aus, dachte ich. Und dann kam das Video und habe ich gedacht, okay, sieht doch schon nicht so gut aus, wie ich dachte. Jetzt vor allem halt im direkten Vergleich, im Rahmen. Natürlich sieht er super aus. Na, jetzt nicht falsch verstehen, aber ich finde, da sieht man halt schon noch einen deutlichen Unterschied. Ramon, das ist wirklich die Elite, ne? Das ist die Ja. Speerspitze. Was mir in dem Video extrem aufgefallen ist, was mir vorher noch nie aufgefallen ist, Mike ist eigentlich bekannt für seine extrem gute Taille. Und die Taille von Mike wirkt daneben schon fast breit, weil die von Dino ist ja so schmal und flach. Das ist echt extrem. Sieht man gerade unten in der Sidechest, Ja. Ja. wie dünn der Rippenbogen ist. Ja, und auch die Muskelqualität und die Muskeldichte von Dino ist absolut brutal. Also ich muss da auch Die ist nochmal halt meine mal wie, Prediction, ja. muss meine Prediction das nochmal ändern, weil der sieht einfach so fucking gut aus. Also Frisch vor ja. allen Dingen. Ja, frisch und ja, genau. Ich finde, man sieht jetzt schon, wo die am Ende von dem Video die Most Muscular machen, dass Ramon schon überall Streifen hat und das hat Mike einfach nicht. Und das wird auch, glaube ich, bis in 3 Wochen nicht so passieren. Und dann sehe ich den nicht in den Top 5 oder vielleicht auf dem 6. oder so. Ja, weil Oh dieses gut. Training-mäßige, ich glaube nicht, dass das funktionieren wird. Er wird zwar deutlich mehr Fleisch drauf haben, er wird sich auch in einer anderen Größenklasse einmessen, aber ja. Ich sehe ihn noch weiter hinten, wenn ich ehrlich bin. Ja. Ja, es gibt ja noch einen Rossemar und sowas, also.
Und Prion. Und wenn du Hosemar und Prion schon voll hinsetzt, dann schafft er schon mal nicht die Top 6. Also die Bilder sind schon sehr, sehr, sehr im vorteilhaften Licht gemacht. Und ich Ja, als merke ich das schon, gesehen ah, habe, habe ich gedacht, ja. krass, das wird richtig Ja, einschlagen. das ist, Das ja, Video kam ja da sieht ja auch, danach. dass ein bisschen am Kontrast gearbeitet worden ist, ne? Ein bisschen. Ich habe es vorsichtig ausgedrückt. Ja. Böse Stimmen behaupten, dass Mike auch gern mal so ein bisschen mit Facetune die Bilder verzerrt optisch. Ja, aber der sieht trotzdem so prall und voll aus. Ja, auf Ob da jeden Fall. Ich bin ja jetzt schon ein ja. Filter drauf ist oder nicht, spielt keine Naja, Rolle. Digga, also Also das gut kann ist er schon, allemal, das aber es kann ist eine halt Wette. auch ein Wesley jetzt mit davor. Also einen Platz wird er sicherlich einbüßen. Ja. Da Also muss ich aber finde, auch diese ja. Nuancen verändert, das ist im Wettkampfsport schon ganz schön viel. Wenn du da ein bisschen anderes Licht hast oder was weiß ich was, dann wirkt Absolut. der ganz, ganz anders. Ihr könnt euch ja, ihr wisst es ja selber, wenn ihr einen Formcheck macht, einer steht vor euch und sagt, geh mal einen halben Schritt nach hinten. Ja, noch einen Zentimeter, noch einen Zentimeter. Bis du perfekt stehst und dann kannst du da ein Bild machen und dann kommt es ganz, ganz anders rüber, als wenn du einen Ja. halben Zentimeter weiter vorne stehst. Ja. Kannst du mal gleich die Predictions aufmachen in der Classic, was du da so Mache ich stehen gleich, hast? mache ich gleich. Ja. Aber nochmal dazu. Also ich muss auch ganz ehrlich sagen, dass ich von Mike, von den Bildern super beeindruckt war. Und dann dieser Formcheck mit Ramon ihn auf jeden Fall nochmal geerdet hat, so ein bisschen. Weil man sieht einfach hier auch nochmal, was für ein krasses Schulterblatt zu, also Schulter-Schlüsselbein zu Taillenverhältnis der Ramon hat. Und in was für einer guten Form der Junge ist. Und er wirkt so deutlich viel massiver, wo Mike schon auch krass aussieht. Ich glaube, Mike wird eine gute Form liefern, aber man sieht einfach nochmal hier schon nicht einen großen Unterschied in der Klasse zu Ramon auf jeden Fall. Ein weiteres Format, was wir hatten, bevor wir gleich zur Prediction kommen, Flo. Heute tatsächlich unser Habe ich schon Luca. gesehen. Ja, fand ich sehr stark. Sehr Sehr aktuell, ist stark. gerade um 18 Uhr erst online gegangen. Super. Schauen wir uns nochmal Luca an. Hat sich krank verbessert, wenn ich das gleich Ja, die haben einen gucke. richtig guten Rebound gemacht. Ist jetzt noch viel Wasser drin. Er ist ja auch noch richtig voll. Also wenn man seine Instagram-Notizen verfolgt, dann hat er auch gefühlt jeden dritten Tag irgendwie ein Carb-Update. Also das sieht man halt auch. Er ist ja noch mega Ja. voll. Aber wenn da das Wasser raus ist und alles, ne, ist halt die Frage, ich sag euch ehrlich, also er muss endhart sein und da reicht es auch nicht nur, dass sein Arsch so krass ist, sondern halt auch allgemein muss er wirklich komplett fertig sein. Und ob das so eintritt, ist halt die Frage, ne? Ansonsten Progress brutal. Also, Brutal. das ist heftig. Ja. Es fehlt halt noch ein bisschen Härte, ne? Ja, und wir haben ja nicht mehr lange, ne? Aber ich weiß doch bei ihm mit Roland, wie die das machen mit dem Geht so Entwässern ganz und schnell bei ihm, ne? na Also. ja, das denkt man, der hält auch Ja. viel Wasser. Ich denke auch, dass die jetzt mit Östrogenhemmer noch nichts machen. Und wenn du dann Östrogenhemmer und entwässerst, dann nach 3 Tagen siehst du aus Dann wie ein neuer Mensch. ja. Ne? So, dann hat der wahrscheinlich noch Testo drin. Das nehmen die dann auch noch raus so und dann. Das macht schon einen Ja, Unterschied. definitiv. Ja. Und der letzte, der uns auch noch immer fleißig an seiner Form teilhaben lässt, ist Wesley. Den haben wir auch live in Lüneburg gesehen, um nachher auch gleich die Brücke schlagen zu können. Hier haben wir nochmal den Gastauftritt von Lüneburg tatsächlich. Wie findet ihr die Form von Wesley jetzt 3 Wochen out? Muss schon noch was passieren in den 3 Wochen jetzt, finde ich. Aber es ist ja absolut, also die Form an sich ist absolut geil, muss halt die Härte jetzt bringen. Ja. Tobi, ganz kurz, jupp, Ja. alles gesagt. Ja, also ich finde, er hat im Upper Body wieder Progress gemacht. Im Lower Body hat man jetzt leider dieses Gesäß noch nicht so richtig gesehen. Das mag ich ja mal in den Trunks nicht so, weil das ist ja ein bisschen seine Weak Point gegenüber Ramon und Chris. So die Rückseite, gerade Gluteus, Beinbeuger. Das wird sich jetzt in den nächsten 3 Wochen zeigen. Aber ich hätte eigentlich auch in Lüneburg erwartet, dass es das schon ein bisschen härter ist. Aber ich weiß, ich kenne das ja bei Stefan, der hat ein Auge für Timing, ich würde sagen, wie kein anderer. Und der wird am Tag X peeled sein. Ich glaube, dass er gegenüber Urs halt in seiner Rückansicht
so einen krassen Unterschied haben wird mittlerweile. Klar, Arsch, Beuger, keine Frage, aber das wird schon nochmal in dem Unterschied sein, dass ich denke, dass er der Urs schlägt. Ich sehe es auch so, Chris, Ramon, Wesley. Dann ist halt die Frage, von Urs hat man jetzt nichts mehr gesehen. Urs und dann, wen haben wir noch? Brian. Brion, Mike Eben. oder Mike Brion, je nachdem. Oder wenn Mike die Form nicht so bringt, einen José Mar zum Beispiel vorne. Ich sage auch ehrlich, Luca könnte meiner Meinung nach Top 10 vielleicht sogar knacken, wenn Ja. er halt richtig grainy ist, ne? Weil wenn du dir mal die Olympias vergleichst von Urs, zum Beispiel das erste Mal Olympia, Da war der auch noch nicht so massiv. Von der Masse her Ja. haben die sich da überhaupt nicht viel getan. Und ja, Luca bringt halt da nochmal den etwas besseren Rücken mit. Also absolut stark. Das wird Ich glaube, richtig, bei richtig Luca fehlt spannend. nur die Qualität noch ein bisschen. Ja. Ja, wo soll er, aber wo soll er die auch herhaben? Der ist ja, 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 eben. es ist ein Kind. Ja, Der ja, hat ja. Zeit. Aber Das ist die dann war der bei schnuppert Urs jetzt das erste damals Mal da besser. rein in Olympia, Alter. Und dann, wenn der so weitermacht, dann ja, Prost Mahlzeit. Ja, das definitiv. Da So. müssen wir gar nicht drüber sprechen. Ich würde einmal kurz meine Picks in der Ja, Classic warte. ändern und dann würde ich Du mich musst weg, ne? verabschieden, Leute. Okay, Kevin, dann mach du mal deine Picks und Flo, ich habe gerade nicht schnell genug mitschreiben können, weil du musst auch gleich nochmal deine Picks für Classic geben und Tobi natürlich auch. Aber Das Kevin, was also willst du so. ändern? Ramon auf 2. Mike auf 7. Und leider, leider, Urs auf 4. Leider, leider, leider. Tut mir leid, Urs. Aber ich wünsche dir, dass es, also wenn du das hörst, ich wünsche dir, dass es besser wird. Ich sehe, man sieht ja nichts, aber ich hoffe, du haust denen alle die Fresse kaputt auf der Bühne, so verbildlich dargestellt gesagt. Aber ich sehe es momentan so. Und Luca raus und dafür Matt Greco rein. McGregor, Genau. so, ne? Matt Ja, und Gregor. Brion vor Mike. Brion vor Mike. Nee, Greco ohne R. Mit Doppel-G und O. Gregor. Ja, genau. Ja, 3G, genau. Gregor. 5 O's. Von Brion, von Mike hast du gesagt. Genau. Genau. Aber machen wir dann nächste Woche die festen Picks, dass man nichts mehr ändern darf? Ja, der Woche davor. Ist doch nächste Woche, oder? Nee, Nee, zweieinhalb übernächste, Wochen noch. übernächste. Okay. Und dann müssen wir auch noch einen Wetteinsatz festlegen. Ja, Das nächste Tattoo. nee, nicht nochmal, Alter. Ja. Wenn er eh nur wieder die Hälfte dann den Ja, Wetteinsatz einlöst, Domme muss dann. sich eigentlich noch ein Tattoo stechen lassen. Na, Domme Haben wir ist. noch nicht. Leute, macht mal Druck bei Domme. Schreibt ihm mal, dass er uns noch ein Tattoo schuldet. Ja. Florian und Tobi, wie sieht's bei Ja, euch Jungs, aus? ich verabschiede Plötzlich. mich an der Stelle. Ich muss zur Schicht. Mach's gut, Kevin. Ja, haut rein. Ja, Schönen Abend noch arbeite schön. schön. Ciao, ciao. Sorgt Wir sehen dafür, dass uns. die Ciao, Züge ciao. pünktlich Tschüss. fahren. Ja, also Chris, Ramon, Wesley, Urs, Brion, Mike. Ich habe den gerade nachgeguckt, den Matt sehe ich nicht so. Es gibt natürlich noch so viele andere Classic-Athleten. Ich sage dir ehrlich, wenn ich jetzt alle vor Augen hätte, würde das jetzt ab jetzt schon ein bisschen anders aussehen wahrscheinlich. Yosema ist jetzt so hoch im Kurs. Ob der sich da placen will, ist Stefane nochmal gibt so es eine auch noch. Frage, ne? Stefane von Patrick Thur. Ja, Der nein, Vorzeiger. nein, 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 Nein? überhaupt nicht. Nein, Digga. Hast du den live gesehen schon mal? Ja, in Portugal. Ja, ich finde den. Nee. Noch Nee. nicht. Ich habe ihn auch nicht in den Top 8, aber ich glaube, der ist auch Top 10 schon. Ich denke, dass Yosema mit seiner Rückansicht und seinen brutalen Lat und seiner krassen Backdoppelbizeps, ja, das tatsächlich machen könnte, dass er sich eventuell hinter Mike placed. Ja, und dann ist halt wirklich die Frage, also Luca und Josemar sind ja schon sehr close. Da sind aber auch noch so viele andere Athleten, die sehr gut sind, die man Ja. jetzt nicht auf dem Schirm hat. Ich schreibe jetzt Luca einfach mal rein. Ich werde zum nächsten Mal aber mal die anderen Athleten abchecken, alle, die Quali haben, und dann werde ich da eventuell noch was ändern. Ja. Tobi, wie siehst du das Ganze? Ich habe ja hier gerade schon geguckt, ich habe gerade die Liste aufgemacht, wer alles qualifiziert ist. Also in der Classic ist wirklich das Riesenfeld wieder, ne? Aber um anzufangen, ganz klar Chris auf 1 mit Abstand. Und ich tendiere dann auf 2 zu Wesley, 3 Ramon, 4 und 5.
5 wird so ein bisschen, genau, Rahman. 4 und 5 wird so ein bisschen, da bin ich echt hin und her gerissen zwischen Brian und Urs, weil es letztes Mal schon knapp war. Ich würde aber sagen, Urs macht das Ding, dann kommt Brian und dann Mike. Dem Luca würde ich gerne eine Top-10-Platzierung wünschen. Ich gehe da mal mit Josema und Luca mit nur auf 9 und 10. Und ich sehe jetzt hier noch keinen, wo der richtig nachdrückt von hinten. Und ich glaube, der Josema nimmt den Hype mit, auch wenn er für mich absolut kein Classic-Athlet ist. Muss ich mal dazu sagen. Das ist, Der ist also ein wenn der Open sich, Bodybuilder, der sich ins Gewicht mitdrückt. wenn der sich umdreht, dann würde der auch andere Wettkämpfe gewinnen können. Ja, mich safe. Was Safe. hat? Also okay, wir haben alle dieselben. Ja. Ja. Ich Martin habe hat sogar Luca. den Jose mal weiter vorne auf 5. Ich habe sogar Luca von Mike. Ja. Du. Das ist ein, ja. Ich steh dazu. Ich Ja, glaube ist in wirklich. Ordnung. Ich lasse es auch so. Aber es ist immer lustig, so Platz 2 und 3 tauscht sich immer Wesley und Ramon, ne? Ja, Ja. ja. Das ist Das ist, echt. Das wo ist wir wie gerade bei schon da. Gruppen Hardy und Derek. Die einen sagen Derek, die anderen Hardy. Wo wir gerade schon dabei sind, lasst haut mal eure Open Predictions raus. Top 10. Ja, soll ich anfangen? Ja, mach, wenn du möchtest. Ja. Derek, dann Hardy, dann sag ich Samson. Ach, Nick. Schwierig. Also ich sehe Andrew da, glaube ich, nicht. Ich sag Martin, Andrew, Das ist eine Ansage. Curry, Bonek, Passt. Brandao und Hunter. Ja. Bonnet auf 8, okay. Tobi. Ich fange auch mit Derek und Hardy an. Und dann haue ich meinen raus, Andrew auf 3. Oha, ja. Also der hat mich in Texas sowas von begeistert mit seinem Look. Ja. Ich finde den auch optisch irgendwie, der catcht mich mehr als Samson mittlerweile. Weil Oh. der einfach, der bringt diese geile Tiefe. Dann kommt aber Samson auf 4. Und ich drücke alle meine Daumen für Martin auf 5. Wow. Weil für mich hat er in New York gegen Nick gezeigt, dass er ihn schlagen kann oder sogar vielleicht geschlagen hätte, muss man wirklich sagen. Dann kommt Nick und dann wird es lustig. Ich würde dann Hunter setzen. Bandao, Bona, Curry. Curry auf 10. Ja, ich glaube, der rutscht diesmal nach hinten. Hinter Bona, okay. Ich hoffe es. Du Er hoffst. ist halt letztes Jahr Vierter geworden. Das macht mich halt. Und da war, hatte diese Magenproblematik gehabt. Ja, Und ich es hab, macht das, was ich jetzt mich. von Bonac gesehen habe, sieht echt gut aus. Und ich würde sogar sagen, dass Bonac muskulär der beste Athlet ist. Was so die Balance im Körper angeht, auch die Muskelqualität. Ein bisschen diese Mittelproblematik, aber wenn ich mir jetzt vorstelle, Bonac hätte die Mittelpartie-Problematik nicht, dann wäre das ganz weit vorne. Ja, wir haben auch John Jewett drin. Ah, nee. Er hat schon Schuhe drin, Hip-Hop. Kevin. Sehe ich gar nicht. Nee, also ich finde John Jude cool, aber da Ja. fehlt es noch. Oh, Beruf habe ich vergessen. Ja, gut, aber ich Aber frage, ob einer kommt, ne? sollen wir den rausmachen? Ich glaube echt nicht, dass der kommt, ehrlich Nee, ich gesagt. glaube auch nicht, aber. Ja, haben wir noch, jetzt haben wir noch 2 Wochen Zeit für. Ja. Ich hatte ja hier noch Samson vor Hardy. Einfach weil mich der Podcast mit Samson sehr beeinflusst hat. Ja. Und Das ist nicht der seine Einzige. Logik auch Sinn macht. Jetzt Ja. habe ich aber heute ein Bild gesehen, so ein Werbeplakat, das Rematch Hardy versus Derek. Und ich habe es auch schon in die Gruppe gepostet nach dem Motto, glaubt ihr, dass Samson überhaupt so eine Chance hat, wenn der Wettkampf schon so geframed wird als das Rematch? Nein. Ich glaube auch nicht, dass die Samson da haben wollen, irgendwie. Habe ich so das Gefühl. Obwohl er der beste Repräsentant des Sportwehres, ne? Ehrlich.
Es ist so ein Bodybuilding-Fan, so ein Gentleman und guter Und auch, Repräsentant dieses Sports. ja, und der präsentiert sich auch so, der ist ja wirklich von den Top 4 am aktivsten im Social Media. Ja. Kann ich gerade Und noch der eine irgendwann Sache ab und ändern? zu. Kann ich gerade eine Sache noch kurz ändern? Ja, klar. Uff. Ich schmeiß Luca raus und Michael Dabul nehme ich mit rein. Ja. Guter, Oh. guter Call, den haben wir voll vergessen. Ja. Den würde ich Oh. gegen José mal tauschen. Und dann sehen wir auf 8 bei dir. José mal rutscht dann ein hoch und dann kommt Luca auf 11. Ja. Tut mir leid, Luca, aber Ja. das Ja, der glaube Bull ist ich natürlich nicht anders. schon Call. Ja, eben. Wenn der in der Top-Condition kommt, puh. Ist er überhaupt Ich mag qualifiziert? den überhaupt nicht. Ja, ich meine ja. Der hat ja Ich wollte jetzt am gerade Wochenende sagen. gewonnen, ich dachte, für 25. 25 ist er, glaube ich, auch. So, gucken wir mal hier. Hat er sich qualifiziert? Auf welchem Wettkampf Ich denn? dachte auch, dass er nicht qualifiziert sei. Athlete qualified for 2024, Mr. Olympia. Classic Physik. Ich habe ihn nämlich nicht gesehen in der Liste. Doch, ist er, Michael Dabul. Okay. Dann Ich muss muss ich mal auch meine nochmal Liste gucken. aufgeben. Ja, lass mal sehen, meine auch. Ach. Es hat gar keiner Logan Franklin in irgendeiner Weise mit Nee, der soll drin, auch ne? raus sein, habe ich gehört. Logan ist raus. Aber also den würde ich da auch nicht sehen. Nee, würde ich auch nicht, aber ich finde den voll geil. Also der ist Den schon Look und cool. den Style und das, was er so auf Insta zeigt, ist absolut Ja, genial. ja. Aber strukturell sehe ich ihn da nicht. Nee, ich eigentlich auch nicht, aber ich finde es. Hätte Ja, er ich sagen weiß können, dass genau, er was irgendwie du den Platz meinst. mit reinnimmt, so. Domme hat noch Terence drin. Wie lange war Domme nicht mehr dabei? Ewigkeiten. Aber Domme hat gerade viel zu tun. Ich habe tatsächlich auch gerade Dabul noch reingenommen. Ich sehe Dabul noch vor Luca, auch wenn Luca mehr Potenzial hat. Ich hoffe, Luca macht die Top 10, aber nicht die Top 8. Ich finde, Dabul ist absolut kein schöner Athlet, aber Nee, der wird aber der trotzdem liefert immer ab. wegen Hertha einfach super geplaced. Auch seine Classic-Pose ist einfach Mens Physik. So stehen in der Ja. Metz-Physik-Pose. Das ist eine Classic-Pose. Ich Aber. lasse es so, ich lasse es so. Scheiß drauf. Okay. Geil, finde ich gut, Martin. Gut. Luca-Flagge hochhalten. Ich sage, er kommt trotzdem in die Top 10. Ich denke auch, dass es sein kann. Definitiv. Ja, das wäre echt Alright. stark, Mann. Dann kommen wir tatsächlich zu Lüneburg. Ich hoffe, dass Dwayne noch demnächst jetzt dazu stößt. Aber nichtsdestotrotz wollen wir noch kurz drüber sprechen. Über das Gasposing von Wesley Withers hat mich schon gesprochen. Für mich ist eins der größten Highlights in diesem Tag natürlich. Nicht das Gastposium von Florian Hartlage? Nee, da würde ich eher sagen, mein Highlight war tatsächlich Eiham. Okay. Ich habe es nicht live gesehen, leider, weil, also ich war Mit ja dort, aber Jenny, ja. ich habe es dann im Nachhinein jetzt auf dem Video gesehen. Das war echt übel geil. Ja, Ja, ich habe es auch im Nachhinein gesehen. Ich habe Jenny auch noch mal geschrieben abends so, Alter, was hättet ihr da abgeliefert? So, also so symmetrische Kühe und auch wie geil. lang die Kür war. Ich kenne das ja selber, Alter. Du musst dir echt viele Schritte merken und dann noch zu zweit auf die Musik passen und dann noch mit immer diesen Übergängen so mit den Zur Armen, dass Musik das auch. passt. Ja. Brutal, Ja. wirklich brutal. Und ich finde Ja. es auch cool, dass Jenny jetzt so in diesem Game ist, obwohl sie eigentlich Wellness-Profi ist. Aber da steht ihr und die hat da richtig Bock drauf, ne? Die Ja. hat da Spaß dran, das merkt man auch. Für mich mein absolutes Highlight an dem Tag, genau, diese Posing-Kür von Iham und Jenny. Natürlich dann auch das Pose-Down mit den, wie viel waren das, 15 Athleten auf der Bühne. Geisteskrank, hat richtig Spaß gemacht. Flo, wie war es, neben so einem Wesley Withers zu stehen und zu posen? Also neben Wesley, das Ding ist, wenn man selbst auf der Bühne steht mit neben einem Athleten, dann nimmt man den ja gar nicht wahr. Also weiß ich nicht. Ich habe es jetzt nicht so wahrgenommen, so krass, Alter, du stehst eventuell neben Top 3 Olympia-Athlet. Aber als ich deine Videos gesehen habe und so, war es schon geil. Also war schon, hat schon richtig Bock gemacht, war schon cool. Und das Feeling in der Halle war auch mega. Die waren ja komplett ausverkauft, 1000 Zuschauer. Also das hast du auf dem Pro-Qualifier nicht mal. In Schweden hatten die das nicht mal, obwohl das der bestbesuchteste Wettkampf ist hier in Europa mit Alicante und Portugal zusammen, würde ich sagen. Und das war schon geil. Und er ist halt, er ist schon brutal, ne? Also das ist schon richtig Ja. cool. An der Stelle mal ein riesen Shoutout an NPC First Callout oder also an Georg und Björn heißt die, glaube ich, die beiden, Genau. die da in Lüneburg auf einem Regional, ein Regional
die Halle voll gemacht haben und eine geile Show auf die Beine gestellt haben. Wenn man auch mal so hintenrum ein paar Informationen kriegt, was die Jungs ausgegeben haben für allein fürs Athletenbuffet. Es ist geil. Ich finde es schön, dass sowas wieder kommt, dass solche Wettkämpfe gemacht werden. Auch wenn, glaube ich, das halbe Athletenbuffet von Nathan gegessen worden ist. Aber das ist schon schön, dass da wirklich der Bodybuilding-Sport wieder so lebt. Natürlich schade, dass es so ein bisschen überschattet worden ist. Darüber reden wir gleich auch nochmal ganz kurz. Aber vielleicht erstmal so die Highlights und die Themenpunkte von euch. Was war euer Highlight an dem Wochenende oder an dem Tag? Also mein Highlight persönlich, ich habe da ja Interviews gegeben mit allen Leuten aus der Fitnessszene und ich fand es richtig geil, dass wirklich jeder da war. Jeder, den man so eigentlich aus der Szene kennt, den hast du da angetroffen. Das Feeling und die Halle fand ich extrem nice. Also auch so, dass das so theatermäßig hochging. Geile Bühne und es war für alles gesorgt. Auch die Veranstalter, die eben auch der Björn, mega sympathisch. Max, der da natürlich auch viel Medienwerbung für gemacht hat, das hat auch extrem dafür gesorgt, dass da so viele Leute gekommen sind, muss man ja einfach so sagen. Der hat riesen Reichweite und wenn der sagt, ey, dann und dann ist ein Wettkampf, kommt da mal hin, dann kommen da halt auch viele, ne? Und halt auch diese ja, unterschiedlichen Athleten aus ganz Deutschland, ne? Dass da Athleten für eine Regio von München anreisen zum Beispiel, hast du ja auch oft nicht. Also das war schon geil. Ansonsten Johnny Münster in der Classic, Marvin Krah, richtig stark. Drain auch, bisschen flach, aber trotzdem sehr geil. Also Classic hat natürlich wieder dominiert. Mittlerweile ist es ja wirklich so, nachdem die Classic und die Bikinis dann durch sind, kommen irgendwann die Bodybuilder. Dann ist ja schon gar nicht mehr so viel los. Also das hat sich ja irgendwie komplett gewandelt in den letzten Jahren. Ja, nee, aber trotzdem, es war schon richtig, richtig geil, hat richtig Bock gemacht. Martin, was war dein Highlight? Also bei mir war es so, dass ich keine Athleten dort hatte und einfach nur eingeladen war, quasi. Also von den Veranstaltern eingeladen. Und deshalb war das mal richtig cool, einfach den Wettkampf anzuschauen und konnte trotzdem Backstage gehen. Man hat die Leute gekannt, coole Gespräche mit verschiedenen Leuten geführt aus der Szene, die man halt nur so aus Instagram kannte und so. Also es war alles in einem einfach dieses gesamte Event. Ne? Und wie Flo gesagt hat, halt auch die Leute, die dort gestartet sind, die Stimmung und halt auch die Gastposings und sowas. Tobi, dein Highlight. Das hat Martin gerade das mit dem Gastposing erwähnt und das war wirklich so mein kleines Tageshighlight, als der Veranstalter zu mir kam und meinte, möchtest du mit beim Gastposing machen bei den Profis? Und ich dachte nur so, das schmeichelt mir gerade extrem und das würde ich so gerne machen, aber ich kann mich heute nicht ausziehen mit dem Arm. Ja. Das will keiner sehen. Das würde ich aber gerne nachholen beim nächsten Wettkampf. Das war so mein persönliches Highlight. Ansonsten war der Wettkampf halt wirklich extrem genial organisiert, muss man wirklich sagen. Wir sind gekommen. Was ich noch ganz gerne hätte, wäre immer eine Timeline, aber das ist immer schwierig, weil wir waren da im Hauptgrund so für eine Bikini-Athletin, eine Freundin von uns, die wollten wir sehen. Aber wir waren dann halt 13 Uhr da. Die Bikinis waren dann 21 Uhr auf der Bühne. Das war schon ein langer Tag, aber es war ein cooler Wettkampf und es hat Spaß gemacht, das alles anzugucken. Wobei ich auch gestehen muss, ich war eher draußen im Foyer und habe mich mit diversen Leuten unterhalten, weil es war halt wirklich jeder da. Und du hast so viele Leute getroffen, mit denen man ewig nicht gesprochen hat. Absolutes Highlight. Ne? Also es war wirklich ein schönes Treffen der Community auch, was extrem viel Spaß gemacht hat. Also ein schöner Wettkampf von der Halle, Organisation, Backstage-Bereich. Also ich war kurz oben. Richtig großer Backstage-Bereich und das ist halt wirklich genial. Jeder hat Platz gehabt, es war nicht laut, unruhig, es war echt cool. Das Buffet habe ich mir nicht angeguckt, aber es soll sehr gut gewesen sein. Bin da ganz schnell dran vorbeigelaufen. Nee, ein runder Wettkampf, hat mir echt gut gefallen. Was ich im Backstage auch cool fand, war, dass die halt einen Bildschirm hatten, wo Fernseher. man die ganze Zeit sehen konnte, wie der Wettkampf gerade abläuft. Ja. Es gab Verzug. Ich glaube, irgendwie nachher war es eine knappe Stunde, aber wann gibt es den mal nicht? Ne? Eigentlich ist es ja mittlerweile zum guten Ton beim Bodybuilding, dass es Verzug gibt. Einziger Kritikpunkt war, glaube ich, dass es ein bisschen wenige Toiletten gab. Ja, stimmt. Aber Die waren ansonsten, unten. ja. Das wusste keiner. Und Ja. irgendwann war ich auf der Toilette und sagte mir einer, du musst nur an dem Pump-Up-Bereich, da wo die Geräte standen von Gym 80, da runtergehen und da unten waren riesen Toiletten. Ah, okay, guck. Ja, Ja, dann wurde es einfach nicht wusste, war nur schlecht kommuniziert. ausgeschildert. Ja. Ups, eh nicht.
Aber ansonsten richtig, richtig schönes Ding. Du hast gerade schon angesprochen, Flo, es gab so ein paar Akteure, die man gerne mal ansprechen muss. Einmal natürlich Johnny Münster mit einer riesen, riesen Community hinter sich. Hat den Anspruch an sich selber, dass er relativ zeitnah auf der Olympiabühne stehen möchte und Profi sein möchte. Wie habt ihr den Auftritt von Johnny wahrgenommen? Habt ihr ihn überhaupt gesehen? Ja, Ja. habe ich gesehen. Man muss dazu sagen, er hat ja geschrieben, er ist Vierter geworden. Er ist Vierter bei der True Novice geworden. Bei der Novice und bei der Open kam er nicht ins Finale. Das wollte ich mal, das muss man mal dazu sagen. Man stellt sich ja immer gern ein bisschen besser dar, als es ist. Ist auch gar kein Hate. Formmäßig war er zu weich. Muss auf jeden Fall jetzt deutlich anziehen. Vor allem, ich glaube, er will ja in 2 Wochen starten. Da muss noch einiges runter. Olympia Amateur, ne? Ja, Ja, kämpft in ich glaub zwei nicht, dass es Wochen, steht realistisch er in ist. Vegas. Habe Er ich hat ihm ja auch gemeint, gesagt. Habe ich ihm in auch deinem gesagt. Videoflow hat er gesagt, es war 80%. Für mich waren das keine 80%. Da muss noch deutlich mehr runter. Also ich glaube nicht, dass 2 Wochen ausreichen. Und das Posing, also die Kür war geil, muss man sagen. Da hat er auch den Best Posing Award für bekommen. Das war für die Kür, muss man hier auch mal sagen. Die Pflichtposen waren eine Katastrophe, fand ich. Ja, das Die Frontlineup Bottom-Turns, wie bei er da ihm, teilweise stand. das Frontlineup bei ihm, habe ich ihm auch direkt gesagt, der hat sich da so mit dem Entenarsch in die Frontlineup gestellt, der hat sich so klein gemacht und es sieht auch einfach übelst unästhetisch aus. Und die Judges, das vergessen viele gar nicht, oder das vergessen viele, die Judges sitzen gar nicht so weit unten, wie man denkt. Die Judges sitzen 3, 4 Meter von der Bühne weg. Ja. Und da, wo wir zum Beispiel saßen, so, da konnte man sich locker normal auf die Bühne stellen, leicht gekippt, reicht vollkommen aus, um perfekt optisch zu stehen, damit die Judges einen wirklich komplett von der Front sehen. Und Direkter Beweis, das war auch ganz extrem. Johnny, der stand ja so, also Ja. wirklich, also die Also Hüfte so nach in der hinten. Lat-Spread von hinten, da lag er fast. Ja. Da Ich hast du kann auch das den nicht Rücken machen, nicht by mehr the way. gesehen. Ja. Ich kann das auch nicht. Für mich ist es Ich kann das Exorzismus nicht. Es gewesen. ist eigentlich schon eine Kunst, zu weit nach hinten zu gehen. Ja, Ja. ja. So Ja. Und Exorzismus, die Brücke. Oh. das Ja, Ding ist, dass dann genau. noch Johannes Lukas oder so hat dann noch gesagt, so noch weiter nach hinten lehnen. Stimmt, war das Ja. so ein Spaß? So. Nee, das war, glaube ich, kein Spaß, Weiß bin ich eigentlich ziemlich sicher. Der hat es ihn ja auch nicht. schon mal vorbereitet für die GmbF. Ja. Also Ja. ist noch so ein bisschen in der Coach-Rolle, glaube ich. Ja. Aber er hat auf jeden Fall ganz viel Freude und Spaß dabei versprüht, weil permanent am Lächeln. Das fand ich geil. Man hat richtig gesehen, dass er Bock drauf hatte. Posing kann man fixen. Form muss man fixen. Und dann bin ich mal gespannt, wo die Reise hingeht. Wer mich positiv, extremst positiv überrascht hat, war der Marvin. Marvin. Also verdient auch gegen Dwayne gewonnen, muss man ganz ehrlich sagen. Dwayne war Bisschen flach. wunderschön, aber halt einfach viel zu flach. Und ihm ist auch nachher beim Posen so ein bisschen Luft ausgegangen. Aber Marvin sah brutal aus, fand ich. Markus will noch ein bisschen was runterschrubben, dass er nochmal mehr in Form kommt. Und dann sehe ich eigentlich keinen Grund, warum er nicht irgendwie nach der Pro-Card greifen könnte in Mailand. Nee, sehe ich auch nicht. Er muss ja nur den Klassensieg holen, oder? Richtig, ja. Ja. Und das kann sehr gut sein. Also wenn da jetzt noch mal in den 2 Wochen noch mal ein bisschen mehr Wasser, ein halbes Gramm Fett oder ein Gramm Fett weggeht, wäre das eine sehr starke Form. Und ich finde, er passt classic-technisch in die aktuelle Zeit perfekt rein. Also das ist genau das, was aktuell für mich und für die Judges der Classic-Look ist, der auch auf Olympianiveau gesehen werden will. Ne? Ja, von denen, die am Wochenende da waren, auch verkörpert er es am besten, finde ich. Ja, ich hätte ihm auch den Overall gegeben, muss ich sagen. Also der Athlet, der den Overall geholt hat, war nochmal härter, der war wirklich knüppelhart. Aber so rein von dem, was für mich Classic ausmacht, hätte ich es dem Marvin gegeben. Aber es Sehe ich auch ist so. Geschmackssache, Das wer war ein du bist. Athlet von Max, ne? Das war auch Ja. einer in der B, glaube ich. Der war relativ klein, aber da ist dann auch wieder die Sache, das ist halt bei den Profis noch viel krasser wie bei den Amateuren. Es wird nur noch nach Härte gejudged. Hart und voll. Ob du eine gute Linie hast, spielt bei den Profis in der Classic kaum noch eine Rolle, sage ich dir so, wie es ist. Ja. Ja, gut. Also ich glaube, wenn du Profi bei den Classic wirst, bringst du ja schon eine gewisse Linie mit. Ja. Ne? Als Kühlschrank wirst du kein Classic-Profi. Und Ja, dann musst du halt irgendwie, ja. mittlerweile schon tatsächlich. Es gibt so ein, zwei Ja. Exoten, ne? Ja. Aber Härte wird immer belohnt. Das wird am meisten belohnt, ne? Ja. Also das ist wirklich das, Ich was finde aber, erst Härte, dann Fülle
Und dann kommt die Linie. Ja, ich Ist meiner finde Meinung nach. aber auch, irgendwo finde ich das eine gute Sache, weil Härte ist immer Fleiß und Linie kannst du teilweise nicht beeinflussen. So, da kann jemand was für, der andere hat die falschen Eltern gehabt, der hat das halt nicht. Aber wenn der sich jetzt so richtig den Arsch aufreißt und halt mehr als der ein bisschen beschenkt worden ist, finde ich das schon mal ganz geil, wenn die belohnt werden. Ja, Ganz klar, wenn obwohl du man da ganz auch vorne sein willst. wirklich nach dem Knochenbau in den verschiedenen Klassen halt ein bisschen gucken muss. Und Ja. deswegen hat sich das ja so gewandelt von der Classic oder dass so viele Leute im Open Bodybuilding in die Classic gegangen sind in den letzten Jahren, weil das halt nicht mehr so zu dem guten Ton gehört, unbedingt eine übelst krasse Linie zu haben, ne? Wobei man auch sagen muss, das ist so auf den, ich sag mal, auf den Pro-Shows so, aber wenn es dann Richtung Olympia geht, dann sortieren sich ja die Leute, die da gewonnen haben, ganz schnell aus. Man sieht das ja Ja. jetzt im Olympia. Ich weiß nicht, wie viele Leute sind qualifiziert? 53 oder sowas? Ja, ich Boah. glaube an die 60. An die 60 schon, ja. So, und nach der Top 10 fällt es ja wirklich stark ab. Und das sind dann die Leute, die vielleicht mal irgendwo hart gekommen sind, gewonnen haben, aber die Top 10, die kommen halt hart und haben die Linie und bringen die Präsentation noch mit. Da kommen die anderen dann nicht mehr ran. Ne? Also das finde ich immer, fällt schon sichtbar ab, wenn man dann sich das anguckt. Also ich habe es mir jetzt halt schon mehrfach live angeguckt, was ziemlich zäh ist, muss ich sagen, weil Chris kommt als letztes. Und du guckst dir dann echt 50, 60 Leute an in der Einzelpräsentation. Das ist schon lange. Aber du siehst halt wirklich, in dem Feld fällt das halt doch stark ab. Ne? Zu Classic noch kurz, Dwayne, wie gesagt, ein bisschen zu flach. Er hat gesagt, er ist mit 100 Kilo drin gewesen, sein Gewichtslimit war bei 105. Also er hat nochmal ordentlich Gewicht verloren. Ich glaube, das war das, was Manuel schon vor Wochen gegensteuern wollte, dass er einfach durchbrennt. Wirkt halt, wie gesagt, ein bisschen flach. Die haben jetzt aber ihre Lehren daraus gezogen. Ich bin gespannt, wie er in Mailand kommt, wahrscheinlich in verbesserter Qualität und seine Linie, die ist einfach unschlagbar. Also die ist wirklich schön. Jetzt richtig geil. Bodybuilding hat gewonnen der Armin Paar. Auch da nochmal herzlichen Glückwunsch. Bin gespannt, wie der sich weiter qualifiziert. Und da kommt er. Da Da kommt kommt er. Da er. können wir direkt gleich mal fragen, wie er das wahrgenommen hat. Und dann, hey, Dwayne. Servus. Hi. Moin. Grüßt euch. Lauf Wie nicht geht's weg. Du euch? musst direkt, du waren direkt gerade bei dir. Ui, Hat über schön. dich geredet. Du darfst gerade mal ganz kurz erzählen, wie du Lüneburg aus deiner Sicht wahrgenommen hast. War ein schöner Wettkampf, wirklich. Also, ich habe nicht viel mitbekommen von auf der Bühne, was da abging mit dem Guest-Posing und sowas. Aber doch, ich fand's gut. Ich fand's sehr gut. Wie Wie hat zufrieden dir bist du gefallen? mit dir? Bitte? Wie zufrieden bist du mit dir? Also, ich bin nicht zufrieden mit mir. Aber ich bin froh zu merken, dass ich Gott sei Dank diesen Wettkampf hatte, um Sachen zu verbessern. Und ja, das kurz, ne? Ich fand meine Leistung nicht gut. Ja. Was genau fandest du an deiner Leistung nicht gut? Was fandest du an meiner Leistung nicht gut, Das habe Torwart? ich gerade schon gesagt. Alles klar, ich komme mal her. Nein, also was fand ich an meiner Leistung nicht gut? Was fand ich an meiner Leistung nicht gut? Also vieles. Also das Problem ist, wo fange ich an? Zum Beispiel, also eine grundlegende Sache, die mich sehr abfuckt, ist, dass ich keine zweite Classic-Pose hatte, weil ich die ganze Zeit versucht habe, wie so ein Psychopath meine Vakuum zu halten und danach gar keine Vakuum mehr halten konnte, fast zusammengeklappt wäre. So. Und ich hätte noch eine gute Classic-Rückenpose einbauen können, um irgendwie da, mir da Luft zu holen. Und danach konnte ich keine Pose mehr halten. Das fand ich katastrophal. Das war ganz, ganz schlimm. Ja, und ich habe hinten ein bisschen zu sehr angespannt, zu viel rumgezappelt und habe mich da auch schon ausgepowert. Das war auch Kacke. So, ich hab mir quasi so einen Weg gesetzt für den Untergang. Dann habe ich geschwitzt wie Sau, weil ich halt zu viel angespannt habe. Diese Bühnenerfahrung fehlte mir, weißt du? Ich glaube, früher wäre mir das so nicht passiert, wenn ich so zurückdenke. Ja, so, und ja. Also ist jetzt nicht so, dass ich jetzt rumlaufe und sage, oh fuck, sondern ich denke mir eher so, boah, nice, jetzt weiß ich, was ich verändern kann, ne, für die wichtigen Meisterschaften. Ich finde, wenn du 80% hart, also wenn du 100% hart bist, dann reicht es, wenn du 80% intensiv anspannst und du Ja. siehst alles. Also du musst nicht so geisteskrank Ja, anspannen, nicht so dann da kommt anspannen, man, genau. und wenn Ja, die hat dann genau. die Adduktoren und so angefangen zu zittern und sowas. Ich habe auch zu hart angespannt, genau, das war auch so ein Problem. Ich habe noch selber zu meinem
zu Max gesagt, ey, erinnere mich vor der Bühne. Das ist immer allgemein ein Problem von mir gewesen. Erinnere mich vor der Bühne, Dwayne, nicht zu doll anspannen. Sag es mir ganz, ganz oft. Sag es mir ganz, ganz oft. Habe ich ihm noch gesagt. Ja, also, das heißt jetzt, also habe ich dann wieder vergessen und habe dann teilweise zu doll angespannt. Also ich hab mir mein Posing komplett ruiniert am Ende. Das ist das Problem. Ja, ich denke mal, bei der Vorstellungsrunde saß es noch und ab dem Punkt, ja, war es nicht mehr so on point, würde ich sagen. Und ja. Und dir fehlte ein bisschen Ich die war Fülle. flach, ne? Flach, bitte? Ja, dir fehlte die Fülle, wollte ich gerade Ja, sagen. auf jeden Fall. Ne? Also es war, boah, mit meinem Gewichtsverlauf, das war alles echt krass. Ne? Und ich würde behaupten, ich habe schon teilweise mehr gegessen als viele, viele andere. Ich habe aber alles wirklich weggeballert wie sonst was. Ne? Manu und ich haben auch festgestellt, auch schon am Ende der Diät, Alter, leichter ist bei dir nicht besser. Ne? Leichter ist bei dir nicht besser. Und dann hatte ich am Wettkampftag mein Tiefstgewicht. Ja, das war 5 Kilo drunter unter mein Weight Limit. Ja, Kannst und aber sogar noch dich, wenn du dich anders einmisst, sogar noch eine Klasse höher gehen, oder? Oder ist das nicht so? es gab ja nur ABC, glaube ich. Ja, aber das Ich ist ja muss kurz egal. mal kurz ABC. Unkrepiert gerade, Sekunde, Entschuldigung. Oh, bitte nicht. Sein Hund krepiert gerade, sagt er. So. Lebt noch? Kennt ihr dieses Rückwärtsniesen? Wenn die Ja. so. Und dann werden die panisch und deswegen muss ich das bei ihr aufhören. Entschuldigung, Flo, was hast du gesagt? Tut mir leid. Von der Größe her, kannst du dich noch anders einmessen, dass du noch mehr wiegen kannst? Oder ist die 106 bei dir wirklich das Limit? Oder 105, irgendwas sind es ja Mehr nur. wiegen. Also ich habe ja das Problem, dass ich zu wenig wiege. Nee, ich meine, dass du dich anders einmisst, jetzt in der Zukunft meine ich. Oder ist das wirklich die 106, dass das bei Also jetzt einfach ihr. unabhängig von dem, was wir gerade. Ja, Achso. genau. Ich glaube, ich kann theoretisch, ich war 1,872. Ich glaube, ab 1,88 fängt schon die nächste Gewichts. Ja, okay, aber das sind dann ja 8 mm, das wirst du ja nicht hinkriegen. Das ist Aber ja zu viel. das ist doch gar nicht mein Problem. Ich bin Nee, zu lang. ist es auch nicht. Aber ich meine allgemein, weil dann hättest du ja deutlich mehr Luft noch. Ne? Also, Aber ja. ja, klar. Also ich sage jetzt mal so, guck mal. Ich muss da realistisch sein. Also, wenn man es darauf angelegt hätte und ich entladen da gekommen wäre, hätte ich auch wahrscheinlich 97 wiegen können oder so. Ja, krass. Ne? Oder 98 oder 99, ja. So, wenn man es darauf angelegt hätte, nee, man kann ja ins Endlose entwässern. Aber ja, ich war zu flach. Wir müssen jetzt definitiv einen anderen Plan auffahren und den fahren wir auch gerade auf und der klingt sehr plausibel für mich. Ich will jetzt nichts, also. Manuel ist da sehr zuversichtlich, sagen wir mal so. Ich will jetzt keine Zahlen nennen. Und ich habe Bock drauf. Also ich freue mich. Ich bin irgendwie komischerweise motivierter. Ich hatte gedacht, dass das natürlich ein Rückschlag für mich ist. Dass ich eher down bin, war ich natürlich auch kurze Zeit, aber nicht lange. Also am selben Tag noch ging es mir eigentlich relativ gut, sondern eher, dass ich jetzt motivierter bin. Ja. Jetzt erst recht. Ja, also jetzt erst recht, wie schon gesagt, es gibt halt so viele Sachen, die man optimieren kann, weißt du? Ja. Ja, schön, dass ihr diesen Probelauf gemacht habt, ne? Ja. Jetzt weißt du, was du machen musst. Ja. Habt ihr noch was hinzuzufügen? Bitte. Ich wollte nur noch fragen, wie ihr das mit dem Laden gemacht habt. Habt ihr da nicht schon in der Woche vor Ja. der Registration teilweise angefangen, die Ja, 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 Kohlenhydrate zu erhöhen? Und trotzdem bist du so ja. leer gelaufen? Das ist Ja. schon Ja, krass. Du ja. hast auf jeden Fall einen heftigen Stoffwechsel oder du warst halt einfach so todesleer. Aber ich denke mal, dass dein Stoffwechsel da schon am meisten Schon mein ausmacht. Stoffwechsel habe ich schon, Ja. ist schon, brennt wirklich crazy. Ne? Und das haben wir ein bisschen unterschätzt. Aber wie schon gesagt, es war so eine Sache, ich glaube, keiner hätte das ahnen können, dass das so laufen wird. Aber, Und ich ja. finde, du hast alles ziemlich gut reflektiert und auf den Punkt gebracht. Ja. Ja. Schön. Hauptsache, du hast Spaß gehabt auf dem Wettkampf. Ja, Und Mann. ja, wie gesagt, wir haben schon gesagt, es war ein schöner Wettkampf. Wir haben schon ganz, ganz viele Aspekte besprochen. Eine Sache, die natürlich den ganzen Wettkampf so ein bisschen überschattet hat. Eigentlich wollte ich darüber gar nicht reden, Dann weil ich lassen wir finde, es. weil ich den Sport über in den Vordergrund stellen wollte, aber ich habe dafür so, so viele Fragen bekommen. Und ich wollte euch einfach kurz die Chance geben, dass, falls ihr was dazu wagen wollt, wir auch ganz kurz nochmal diesen Zwischenfall zwischen Erdo und Max ansprechen können, wenn ihr das wollt, falls ihr dazu was zu sagen habt. Ich glaube, zusammenfassend kann man einfach sagen,
Man sollte sich als erwachsener Mensch einfach aus dem Weg gehen. Also ich finde, beide hätten sich einfach aus dem Weg gehen können. Man kann ja trotzdem auf demselben Wettkampf sein. Und es gibt sicher auch ein paar Menschen, die ich nicht mag, aber das ignoriere ich dann halt einfach. Und ich finde, da gibt es auch keinen Gewinner oder Verlierer. Ne? Ich bin da komplett unparteiisch. Ne? Obwohl ich mit einem Max befreundet bin, finde ich es von beiden eine unnötige Aktion. Und ja, ich fand es auch ein bisschen schade, dass im Nachhinein über dieses Szenario mehr ja, so Hype gemacht wurde als um den eigentlichen Wettkampf, weil der Wettkampf war super geil organisiert. Wir haben am Anfang darüber geredet, wie toll das war. Und ich finde, ja, wir machen alle Bodybuilding und der Sport sollte immer im Vordergrund stehen. Und genau deshalb rede ich nicht darüber. Ich glaube, ich will da auch nichts mehr drüber sagen. Wir hatten eben schon off-cam ja eine Kleinigkeit geklärt. Ja, also es muss nicht sein. Was ich aber sagen muss, ist, so wie das zu der Situation gekommen ist, hätte ich es persönlich gut gefunden. Die wären einfach irgendwo kurz mal um die Ecke gegangen, die hätten die Sache geklärt und es hätte keiner davon eine Instagram-Story gemacht und danach wäre alles cool gewesen. So, der eine wäre vielleicht mit einem blauen Auge nach Hause gekommen, der andere nicht und dann wäre die Sache gut gewesen. Aber dass dann halt da in dem Moment immer wieder jemand die Kamera draufhalten muss und so, das ist halt schwierig. Einfach komplett der falsche Ort dafür gewesen. Genau. Und ich finde, das ist genau das große Problem. Keiner hat nach dem Wettkampf über die Gesamtsieger gesprochen und über die Leistung der Athleten oder wie gut der Wettkampf organisiert war, sondern alle nur über dieses eine Thema. Die Situation an sich, ja, falscher Ort für die Situation. Aber irgendwann gibt es ja halt auch Dinge, leider, die sind nicht mehr verbal zu klären, aber dann woanders. Sehe ich genauso. Verloren haben beide, glaube ich, dadurch. Verloren hat vor allem auch der Sport. Ja. Und was ich aber allerdings noch erwähnen wollte, was ich nämlich gut fand noch danach, dass Max tatsächlich nochmal am Ende der Veranstaltung auf mich zugekommen ist und meinte, dass er das total blöd fand, wie das da alles gelaufen ist. Und dass er sich freuen würde, wenn man mal alle wieder an einen Tisch kriegen würde, um das Ganze zu klären. Und er hatte mich dann halt gefragt, ob ich Lust hätte, das Ganze zu moderieren. Und ich habe gesagt, gerne, ich bin bereit, wenn das im Sinne des Sports steht, dass man das einfach mal alles klärt und mal irgendwie dann so einen neutralen Boden da schaffen kann, wäre ich bereit dazu. Da müssen natürlich auch die Protagonisten Bock drauf haben. Aber ich glaube, auch Max hat dann halt im Endeffekt gemerkt, dass es in dem Moment einfach uncool war, diese ganze Aktion, und dass er sich gerne mal mit einem an den Tisch setzen würde, um das Ganze zu klären. Fand diese Symbolik gut. Ich weiß nur nicht, ob er das halt nur mir gegenüber gesagt hat oder ob es irgendwie jetzt auch da Taten folgen würden. Aber ich finde halt, wie gesagt, ich habe auch schon in der Story gesagt, ich finde, wir sollten halt einfach mal sehen, was da gerade gemacht worden ist. Da wurde in Lüneburg ein riesen Region auf die Beine gestellt. Es war ein Klassentreffen aus der ganzen Szene. Es waren internationale Stars da, die gepostet haben. Es war einfach eine geile Stimmung. Wir haben in 3 Wochen den wichtigsten Wettkampf der Welt vom Bodybuilding uns, und wir sollten uns auf das fokussieren, was uns verbindet und nicht das, was uns trennt Ja, im Sport. hat einfach null irgendwas mit Bodybuilding zu tun. Na, Das ist was deswegen Privates, genau. ist das Privates, soll privat geklärt werden, ohne, also weiß ich nicht, dafür muss man kein Video machen oder sonst was. Das soll einmal privat klären, egal wie, ne, ob jemand mit blauen Augen nach Hause geht oder nicht. Aber so hat es den Wettkampf kaputt gemacht. Und das finde ich schade für die beiden Veranstalter, weil die haben da was richtig Geiles auf die Beine gestellt. Und dieser erste Wettkampf in Lüneburg bleibt so in Erinnerung. Und das ist scheiße. Also, Björn und Georg, lasst euch nicht ermutigen, ihr macht da einen geilen Job, macht weiter Total. und wir freuen uns Total. auf den Victus Cup in München. Ja. So. Gut, Leute, dann machen wir noch kurz ein paar Fragen. Wie gesagt, wenn jemand früher gehen muss, geht gerne, aber wir haben auch echt ein paar Fragen bekommen und ich wollte noch ein paar stellen, damit auch die Leute, die ihre Fragen loswerden wollen, auf ihre Kosten kommen. Oh Gott, ja, ich muss ganz kurz die Fragen mit Max und Adam aussortieren. Oh, ich habe ganz, ganz viele Fragen zu bestimmten Symptomatiken und dann Peptiden bekommen. Zum Beispiel, was tun bei Golferarm, Tennisarm, BPC? Kann Boah, man da bei kann einem ich was zu sagen. chronisch atrophierten Muskel TB500 heilen? Und ich würde ganz, ganz kurz meine Meinung dazu sagen, um dann die Frage an euch weiterzugeben. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass gerade diese Peptide irgendwie so als Allzweckwaffe und Wunderheilmittel gesehen werden. Ja, Und ja. momentan irgendwie gefühlt jedes Problem der Welt, weiß ich nicht. Ich habe einen atrophierten Muskel, ich habe Schmerzen, ich habe mich verletzt, mein Hamster hat Husten, Ja. hau TB500 rein und alles wird gut.
Ich finde, dass es ein bisschen zu überhyped ist. Wie seht ihr das Ganze? Komplett. Es Und hat, es bringt wirklich eine Menge. Keine Frage. Es kann in bestimmten Szenarien eine Menge bringen. Aber so wie das aktuell dargestellt wird, klar, jeder macht Werbung dafür und dann wird es halt auch irgendwie so angepriesen. Aber wie du schon gesagt hast, gerade, also ein Wundermittel ist es nicht. ja, muss ich vorstellen, ist ja auch die Frage, was immer die Ursache ist. Ne? Ich meine, sagen wir jetzt mal, keine Ahnung, du hast den Halswirbel eingeklemmt, hast deswegen aus irgendeinem Grund einen entzündeten Ellenbogen, haust es dir rein, dann hast du aber immer noch nicht die Ursache behoben. Und das ist, habe ich sehr oft jetzt mitbekommen, dass Leute es benutzen wollen bei einem Problem, wo noch nicht mal die Ursache geklärt ist. Da macht es keinen Sinn. Ja, und wie schon Martin sagt, es funktioniert bei vielen Problem, aber es ist trotzdem einfach naiv, einfach drauf loszuspritzen, bevor man überhaupt weiß, was der Grund ist. Ja? Aber ja, also ich finde auch, das ist, wie schon gesagt, das hat seine Daseinsberechtigung, aber es wird sehr unbedacht genutzt. Ja. So geil bei einem atrophierten Muskel TB 500 und BPC zu benutzen. So, das ist, dann würden wir als Bodybuilder das ja alle benutzen, um Muskeln aufzubauen. So, weil atrophiert ist einfach atrophierte Muskulatur. Du hast lange nicht trainiert, hast vielleicht einen Knochenbruch oder sonst was. Und dann hast du die Schlinge ab, wie bei Tobi jetzt. So, aber dann gibst du dir ja auch kein TB 500, um davon ja, zu erwarten, dass der Muskel wieder wächst. Du musst halt anfangen zu trainieren und fertig. Sehen, Bänder, OPs, da ist es immer eine sinnige Sache, aber halt auch, wie ihr schon sagt, so, das ist keine Wunderwaffe und man sollte das auch gezielt und vernünftig einsetzen. Ich habe ja immer noch ein bisschen Probleme mit dem Golferarm, Tennisarm. Da kann man sowas in Verbindung, und da kann Drain ja auch einiges zu sagen, mit Stoßbeintherapie, mit regelmäßig Physio, mit Mobility, mit Schröpftherapie zusammen einnehmen, um das nochmal zu supporten. Aber jetzt zu sagen, ich nehme jetzt nur TB 500 und BPC, ändert nichts an der Sache, an der Übung zum Beispiel, die dafür sorgt, dass ich solche Problematiken entwickelt habe, dann wird das immer wieder kommen oder es wird sich auch wahrscheinlich rein gar nichts ändern. Ne? Ja. Also ich sehe das ganz ähnlich. Ich bin absolut kein Fan davon. Jetzt gerade, also ich wurde ungefähr 1 Million Mal gefragt, wie viel TB 500 und BPC ich benutze und ob ich es benutze. Ich habe davon kein Milligramm benutzt, weil ich da absolut kein Fan von bin. Ich habe mich im Vorfeld wirklich versucht, weitestgehend und bestmöglich zu informieren. Aber es gibt genauso viele Studien zu TB 500 und BPC am Menschen, was die Sehnenheilung angeht, wie zu TB 500 und BPC zur Muskelatrophie, nämlich gar keine. So, Ja. wenn ich jetzt anfangen würde und sage, ey, ich habe BPC genommen, meine Muskeln wachsen dadurch und das machen noch 30 andere Influencer und bewerben das so. Dann wird es gekauft, weil diese Wirkung ist ja alles nur in Rattenstudien oder sogar nur im Reagenzglas. Es gibt keine Studien an Menschen. Deswegen lasse ich da die Finger von. Ich habe mich wirklich mit vielen Leuten unterhalten aus der Szene, die ich für sehr erfahren und wissend halte. Und keiner ist ein großer Fan davon. Keiner hat jeweils was dazu gefunden. Es gab noch passenderweise einen Podcast von Fabian Huber dazu. Und die haben auch ganz klar gesagt, es gibt halt keine Studien, es ist alles nur Erfahrung, was ja viel ist bei uns im Bodybuilding. Ich finde es nur bei der Heilung sehr schwierig, weil viele sagen, wie du jetzt auch gerade sagst, so, das hilft irgendwie für alles. Ich habe Schulterschmerzen. Mir haben ganz viele geschrieben, ich hatte auch mal Schulterschmerzen und habe das dann genommen, hat es geholfen. Und sage ich, okay, wie war denn deine Diagnose? Ich war nicht beim Arzt. Ja, gut. Woher weiß ich jetzt, du hast da irgendwas genommen, weil du irgendwie dich gestoßen hast, natürlich geht das irgendwann weg. Also es ist ja nirgendwo, es gibt ja nirgendwo jemand, der sagt, ey, pass auf, ich war im MRT, meine Sehne war durch, ich habe TB 500 genommen und 2 Wochen später war die gefixt. Gibt's ja nicht. So, das würde mich dann auch sagen, überzeugen, aber solange es das nicht gibt, finde ich die Dinger overhyped. Und halt auch viel zu pauschal eingesetzt, ne? Weil jeder denkt, es hat keine Nebenwirkung, aber das wissen wir eben nicht. Richtig. Und ich muss immer sagen, ich finde es immer lustig, weil wenn man so Social Media guckt, die Leute machen sich Gedanken um Süßstoffe, um Geschmacksverstärker, um so viel kleinen Kram und nehmen irgendwelche Ampullen aus China und spritzen sich das, weil das angeblich irgendwas machen soll. Also da mache ich mir auch keine Gedanken um Süßstoffe. Ich finde, es hat sogar eine kleine Gefahr, denn wir neigen ja alle dazu, möglichst schnell wieder ins Training zu wollen.
Und allein jetzt, Tobi, über dir jetzt zu wissen, okay, ich muss jetzt hier 12 Wochen mal die Arme stillhalten, ist eine Folter für die meisten. Und die hauen sich dann TB500 rein, BPC an, ohne dass es halt irgendwelche Evidenz dafür gibt. Und bilden sich dann vielleicht ein, na gut, wenn ich das jetzt nehme, kann ich vielleicht schon nach 6 Wochen wieder gehen. Ja. Und vielleicht wird dadurch halt sozusagen das Risiko erhöht, dass man sofort ein Rezidiv hat oder wieder in die Krankheit reinfällt. Ja, vor allem, wenn ich dir sage, ich hätte das Gefühl, dass ich mal Bankdrücken ausprobieren könnte, nach 7 Wochen, total dämlich. Aber von meinem Schultergefühl könnte ich das ausprobieren. Wenn ich jetzt das genommen hätte, was mir vielleicht suggeriert, dass das vielleicht wirklich schon heil ist, dann reiße ich es mir ganz schnell wieder ab. Und ich war ja Dienstag bei meinem Chirurgen und der sagt so, zwischen Woche 3 und 6, 7, da reißt es bei den meisten nochmal ab. Einfach so eine Reruptur passiert, er weiß auch nicht warum, aber ich denke mal wirklich so von meinem Gefühl, weil das war genau die Phase, wo ich das Gefühl hatte, boah, irgendwie, eigentlich könnte ich den Arm schon aus der Schlinge nehmen. Aber ich habe mich halt wirklich gezwungen, nee, benutzt den Arm nicht, weil das ist noch, das kann noch nicht fest sein. Eine Sehne braucht halt die 4 bis 6 Monate. Ich habe über Ecken auch die Info von Rich mir eingeholt und der sagt auch 4 bis 6 Monate, das kannst du machen, was du willst, das braucht die Sehne einfach. Und wie gesagt, es suggeriert einem so, dass alles schneller geht, ne? Vielleicht sollte man noch eher dann mal in sowas wie Mobility und Physio investieren als in irgendwelche Peptide vorher. Ja. Ich finde sowas auch immer der erste Schritt und solche Sachen, die können dann on top kommen. Wenn Ja. man, wie Tobi sagt, zum Beispiel, dass ja Studienlage vielleicht ist ja jetzt nicht so krass wie bei ganz vielen anderen Sachen. Aber wenn man halt merkt, es funktioniert für sich, ist es nochmal ein kleiner Support. Why not? Ne, ich meine, bei BPC und TB500, die Sachen kosten jetzt auch nicht die Welt so. Du musst es nicht krass hochdosieren. Von daher, ja. Okay. Mich Ich komme jetzt wünschen. zum nächsten Wundermittel. Hier fragt jemand, ich habe es tatsächlich noch nie gehört, was unsere Meinung zu CreaZ ist. Soll wohl eine neue Art des Kreatins sein, die wirksamer ist als CreaPure. Ja, Z, kannst du es mal. Ist es, es gab ja mal so ein Komplex mit Kreatin und Cluster, oder? Von Peak. Crea. Also es Stimmt, heißt Crea, Kreatestone, Leerzeichen ne? Z. Ja, irgendwie Crea. sowas. CreaZ, das muss ich kurz googeln. Für Ich mich auch, mir sagt das auch überhaupt nichts. nee, mir auch nicht. Gibt's von Body Attack. Kreatin Gibt's von Body Attack. Anhydrat, das stärkste Kreatin aller Zeiten, lass es. Hol dir einfach Monohydrat, sage ich jetzt schon. Ich wollte auch gerade sagen, wenn man weiß, was Kreatin macht, so ist. Das stärkste Kreatin auf dem Markt, als würde das so Stärke, so in Stärke unterteilt werden. Kreatin ist Kreatin, meine Fresse. Ja. Hol dir ein Creapure, das ist die reinste Form und fertig. Also es ist ein Supplement, was ich nie missen würde, Ja. weil der Effekt in der Zellhydration einfach da ist. Aber ob die 5 € mehr die Stärke jetzt rechtfertigen, weiß ich nicht. Das ist ja genau mit dem Krealkalein, was es eine ganze Zeit Früher lang gibt, war es voll der Hype. was einfach nur in Deutschland anders abgepackt wurde, meine ich, und deswegen halt dementsprechend doppelt so teuer ist und überhaupt keinen Unterschied macht. Aber Hand aufs Herz, wer von euch hat es genommen? Ich habe es früher gekauft, Ich auch. Alle. ja. Hat funktioniert. Diese blaue Packung von Martin, zieh Genau. um. Martin, zieh um. Ja. Da ist er weg. So kleine Sache. Also guck mal, wir sind auch drauf eingefallen und wahrscheinlich hat derselbe Typ jetzt auch so Oh. diesen Struggle, vielleicht dann doch mal 5 € mehr auszugeben für die ultimativen Gains. Wir haben ja alle mal Scheiße gekauft, weil wir dachten, das bringt jetzt mega die Gains, oder? Ja, Ja. absolut. Ich habe teilweise für 400 € Supplements gekauft im Monat. Also, wenn ich mir das jetzt überlege, Ja, du bist Profi geworden. Hat geholfen. ja, Hat geklappt. das hätte wahrscheinlich aber auch mit 200 oder 150 € gereicht. Ja. Es gab mal, irgendjemand hatte mal auf Soja-Lecithin-Granulat geschwört. Ich weiß nicht mehr, wer das war, aber irgendjemand hat gesagt, das ist das naturale Anabolika. Und als ich dann früher in meinen Netty-Zeiten habe ich das dann geglaubt und ich habe das wirklich mir geholt. Und das Ist das jetzt nicht so für die nachher. Sternenproduktion oder so? Ja, irgendwie sowas. Ja. Ja. Aber sorgt Soja nicht sogar dafür, dass der Eigentlich, dass Testosteronspiegel der sinkt? Östrogenspiegel steigt. Oder der So. Ja. Östrogenspiegel, genau.
Ja, aber es gibt ja jedes Jahr was. Dann ist es dann irgendwie dieses Turkesteron, dann ist Oh es ja. Ekdysteron und wie es alles heißt. Also jedes Jahr. Tribulus gab es auch mal eine Zeit lang. Tribulus, es gibt jedes Jahr was Neues, was das Weil Neue die abbildet. Amerikaner entdecken gerade Kratom neu, ne? Ja. Hast du es mal probiert? Nee. Hat jemand von euch mal Kratom probiert? Nee, was ist das? Tobi? Also hier in Deutschland ist es, glaube ich, erlaubt. Es ist aber in mehreren europäischen Ländern als Droge eingestuft. Das soll erst, also abhängig von der Dosierung, erst energetisch wirken. Wenn du zu viel nimmst, fährt es dich runter. Und hast du bestimmt schon bei Nick Walker gesehen, bei Martin Fritz Walker, dieses Uprise oder wie das heißt. Die haben nur so eine Ampulle in der Hand. Und das ist Kratom und das ist da drüben gerade voll gehypt. Ich kenne das so für kognitive Leistungssteigerung, auch im Ja. Ausdauersport, dass Leute das nehmen, um für Leistungssteigerung. So Fokusbooster-mäßig, ne? Ja, genau. Kreatin zum Beispiel ist auch voll gut für die kognitive Leistungsfähigkeit. Das verdenken auch die meisten. Ja. Die nehmen es einfach nur, weil sie Kraftsport machen. Aber Kreatin sollte eigentlich jeder nehmen, so, Ja. ne? Ja. Hirnleistung, alles. Ja. Hier fragt jemand, würdet ihr eine maximale Knieflexion bei Beugen oder Pressübungen immer anstreben oder gibt es auch Argumente, die dagegen sprechen? Wenn du den Gluteus fokussieren willst, dann musst du eine maximale Hüftflexion am besten haben. Also es kommt ja darauf an, was willst du trainieren. Also wenn ich eine Bikini habe und die hat saudominante Quads zum Beispiel, dann macht die halt, wenn die eine Beugebewegung macht, eher die Füße jetzt zum Beispiel an harten mit relativ weit oben und schaut, Also dass er sie eben meint. keine große Knieflexion hat. Ne? Also es kommt drauf an. Ja. War ich wieder weg? Ja. Ja, Aber war ich man hat wieder alles weg? verstanden. Man Füße hat es weit verstanden. oben, weniger Knieflexion, mehr Ja. Hüfte, genau. Ey. Was haltet ihr davon, wenn Leute in die Beinpresse gehen und um eine maximale Knieflexion zu erreichen, nur auf den Fußspitzen arbeiten? Kennt ihr doch, oder? Ganz schlimm, so Sissy-Squat-mäßig Sissy meinst du, Squats in ne? der Beinpresse, genau. Ja, ganz schlimm. Also das. Wer hat das nochmal gemacht? Dieser eine Naturalathlet, der im Invictus auch trainiert mit der Glatze. Der hat das letztens gemacht, an der Hackenschmidt, glaube ich. Und da hat Torben das repostet und auch gesagt: So, Alter, mein Knie bricht gleich durch, weil Aber das man sieht muss schon so sagen, schrecklich aus. Manche Leute können das machen. genau, ja. Also der Es Körper ist geht. dazu gemacht, eigentlich das zu machen. Das Problem ist, wir sind meistens nicht mehr so mobil dafür. Also der Körper kann eigentlich ohne Probleme die Fersen abheben, die Knie weit nach vorne schieben. Das ist halt möglich, nur keiner weiß, ob er mittlerweile so durchs Bodybuilding oder durch andere unfunktionelle Sportler so ein Krüppel geworden ist, das nicht mehr zu machen. Ja? Also das ist halt das Problem. Die meisten wissen es nicht, aber man kann das theoretisch körperlich machen, wenn man einen gesunden Körper hat. Ja. Eigentlich auch ohne Probleme, auch mit Belastung. Aber Ja? würdest du das Athleten von dir aufschreiben, Sissy Squad Nein, zum Beispiel? nein, nein, also ich würde es keinen aus. Ich habe es zum Beispiel gemacht. Ich wollte damals mit meiner Patella. Das war, wann habe ich Ja, gut, bei angefangen? dir ist das wieder ein anderer Fall. Aber ja, aber pass auf. Ich habe mir selber gesagt, okay, was ist die ultimative Übung, die du machen kannst, um zu zeigen, wie stabil deine Sehne ist. Und ich habe das teilweise ein paar Mal eingebaut, ohne Probleme, ohne Schwere. Du kannst ja auch nicht mal mit viel Gewicht machen. Das hat wunderbar funktioniert. Aber da musste ich mich auch sehr gut drauf vorbereiten. Das ist halt die Sache. Du musst die Mobility dafür haben. Ne? Du musst wirklich auch. Ja, man kann nicht sagen, dass die Übung falsch ist. Das wäre falsch. Ich Ja? denke aber, es gibt deutlich mehr Übungen, die deutlich weniger Verletzungsgefahr aufweisen und mit denen du gleich viel oder sogar mehr Muskulatur aufbaust. Ja, schon. Ne? Also, wenn man jetzt sagen würde, man will die komplette Full Range of Motion dadurch nutzen und nur so kann man sie erreichen, hat man halt den Vorteil von der kompletten Full Range of Motion. Das ist dann das Argument. Man kann mit allem irgendwie aufbauen. Vielleicht kann man auch gar nicht. Ich meine, du mit deinen Keulen kannst wahrscheinlich auch mit 90 Grad aufbauen. Weißt du, was ich meine? So, das kann man so nicht sagen. Man kann nur sagen, dass das eigentlich nicht falsch ist. Aber ich sage, macht es nicht, weil ich bin mir sicher, ihr wisst nicht, ob ihr wirklich so gesund seid, um diese Ja. Übung auszuführen. Ne? Tobi, was hältst du von Sissy Squats? Also ich würde sie auch nicht machen. Beim Zugucken muss ich immer schon weggucken, weil ich habe das Gefühl, der verletzt sich gleich. Aber Tom Platz hat es vorgemacht, es funktioniert. Und wie Man das muss gemacht hat. aber wirklich dafür gebaut sein und die Mobility mitbringen, um stabil zu sein. Wenn jemand das nicht von Haus aus kann, dann würde ich ihm auch nie sagen, erlern das. Ich habe das bei Michi Schneider gesehen, der macht es in der Beinpresse und das sieht bei ihm super gesund aus. Das Weil muss ich er mir aber nochmal auch, gucken. ja, weil er Matthias aber Holbeck macht auch, das auch, glaube ich.
Wer? Also mit Der hier macht jetzt Halle. eine Hackenschmidt, der Holger. Hackenschmidt, Hackenschmidt. genau. Ja. Das kann ich nicht. Ja. Also an der Beinpresse, der macht es an der Cybex Squat Press, hat die Fersen sowieso unterhalb vom Pad und steht nur auf dem Fußbein. Und das sieht super gesund aus. Also da würde ich jetzt nie sagen, macht das nicht, weil das sieht halt echt stabil aus und hat richtig Druck im Quad. Bei mir könnte ich es mir nicht mal im Ansatz vorstellen. Ich finde, du hast gerade ein ganz, ganz wichtiges Wort gesagt, das ist stabil. Also Ja. sobald du halt irgendwie Stabilität verlierst oder das Gewicht nicht kontrollieren kannst, wird es gefährlich. Ja. Ne? Vor allen Dingen, wenn du dich mit dem Gewicht da reinarbeitest. So, du musst dieses, kennen wir ja, glaube ich, alle. Also ich kann keine geile Kniebeuge mit der Stange auf dem Rücken. Da müssen schon 60 oder 80 Kilo auf dem Rücken sein, damit ich richtig runterkomme. Und dann würde ich sowas nicht machen. Wenn du aber aus dem Stand in diese Position kommst, ohne dich da reindrücken zu müssen über Last, dann würde ich sagen, hey, go. Alright. Eine andere Frage mal. Hier steht, ihr müsst durch Bodybuilding ja viele Abstriche im Leben machen. Welcher fällt euch am schwersten? Ich will, also hätte ich kein Bodybuilding gemacht, gut, ich hatte ja meine Auszeit, ne, aber davor wäre ich öfters gereist. Aber das war immer dieser Gedanke, oh, jetzt muss ich das noch beachten, jetzt muss ich das beachten, ich komme nicht in meine Routine rein. Das hat mich oft gebremst zu reisen in der Vergangenheit, damals. Ja, also bestimmte Reisen zu machen. Also ich, ach, ich lasse es lieber nicht. Man hätte es planen können, es hätte auch wahrscheinlich funktioniert, aber es hat mich schon auf eine gewisse Art und Weise so ein bisschen gebremst, und das finde ich jetzt im Nachhinein traurig. Jetzt würde ich es machen und planen und was weiß ich. Welche Abstriche fallen euch am schwersten? Ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, Ich auch welche nicht. Abstriche ich mache, bin ich ganz ehrlich. Weil wenn man den Sport liebt, dann macht man ihn so gerne, dass alles andere, was andere als Abstriche sehen würden, für uns ja gar nicht wichtig ist. So, ich habe jetzt 6 Wochen die Schlinge getragen, war 6 Wochen zu Hause und habe mir gesagt, ich mache, was ich will. Ja, was habe ich gemacht? Nichts anderes. Ich hätte alles machen können, ich hätte normal essen können, ich hätte jeden Tag ins Kino gehen können, jeden Tag, weiß ich, die ganze Nacht zocken können. Ja, geht nicht, macht mir keinen Spaß, bringt mich jetzt nicht weiter. So, ich sag mal, Sachen, wo du jetzt sagst in der Diät, das machst du lieber nicht, weil das ist vielleicht nicht so schlau oder nicht so geil, wenn du dann bis 0 Uhr im Kino sitzt und eigentlich deinen Schlafrhythmus beachten möchtest. Aber mache ich so auch nicht. Also viel Verzicht. Das mit dem Reisen, das kann ich verstehen. Das habe ich manchmal auch gedacht. Also ich war schon viel unterwegs, aber so einfach nur mit dem Rucksack los, was glaube ich jeder mal gerne gemacht hat, das geht dann halt nicht, Oh, ne? ja. So wenn du sagst, ey, pass mal auf, ich mache, also meine Schwester zum Beispiel, die ist mal mit dem Rucksack nach Thailand und die war dann da irgendwie den ganzen Block irgendwo unterwegs in Asien. Hat dann mal einen Flug noch da genommen, einen Flug noch da. Das ist eine andere Freiheit. Das ist cool, wenn ich mir das erzählen lasse. Aber zu dem Zeitpunkt habe ich schon Bodybuilding gemacht Ganz und vergessen, habe ja. gar nicht die Notwendigkeit gesehen, das zu machen. Also war es in dem Punkt kein Verzicht in dem Moment. Ja, das hört sich zum Beispiel, das hast du gut erklärt. Sowas habe ich mir zum Beispiel damals gedacht. Einfach so einen Rucksack nehmen, Ja. weg. Sowas, das, sowas wäre echt, ja, das war ein Verzicht, doch. Ja, für mich. Martin? Für mich ist kein, also gerade in der aktuellen Situation sowieso nicht, weil wenn ich Bock auf was habe, dann esse ich es und weiß nicht, also für mich ist es gerade kein Verzicht. Auch so Also war dieses. Essen es? Was meinst du? Also war es damals Essen für dich? In der Prep war es halt oft so, dass man vielleicht mal hier und da gedacht hätte, oh, jetzt wäre es geil, wenn du zum Beispiel, gar nicht so, wenn du so in deinem Film bist, dann machst du das gern. Aber wenn dann vielleicht so eine Veranstaltung war und irgendwie waren die Veranstaltungen immer, wenn ich auf Prep war, ganz komisch. Wenn ich nicht auf Prep war, dann war irgendwie gar nichts. Und dann waren irgendwie 10 Geburtstage, wo ich eingeladen war, immer so, wo ich auf Prep war. Und da bin ich halt immer mit meiner Tupperbox hingegangen. Und dass ich da die Freiheit habe, halt einfach, wenn eine Pizza bestellt wird, da vielleicht ein Stück mitzuessen. Na, sowas halt. Aber mittlerweile mache ich das. Flo, hast du welche? Also bei mir wäre es auch per se alles, was Veranstaltungen angeht, gerade in der tiefen Prep, wo ich mich dann abkapsel und dann einfach, auch, sage ich ehrlich, keine Lust auf großartige Gesellschaft habe. Und dadurch hat man schon irgendwo Verzicht, beziehungsweise halt, das ist eine Sache, die man in der Off-Season anders macht. Und wenn man da auch entspannter ist, was Essen angeht und Co., dann kann man sowas auch alles mitnehmen. Aber gerade in der tiefen Prep finde ich solche Sachen halt immer schwierig, weil das auch immer ein
aus dem Rhythmus bringt, aus der Routine bringt, dann ist das halt mit dem Essen auch noch so ein Faktor. Ja, und du bist halt auch irgendwann wirklich fertig. Da hast du nicht unbedingt Bock, dich mit jedem Hans und Franz auf einem Event zu unterhalten. Also ich rede jetzt nicht von was aus der Fitnessszene, sondern so allgemein Geburtstage, Veranstaltungen, familiäre Sachen. Ja, solche Sachen, die man dann da halt nicht mehr so wahrnehmen kann, wie man sie eigentlich will. Das finde ich manchmal schade, muss ich sagen. Gerade weil ich ja, also ich wohne zu Hause, meine Schwester, meine Großeltern sind noch hier, meine Eltern. Ich habe allgemein sehr viel Kontakt zu meiner Familie. Ich sehe die jeden Tag und wenn dann so Veranstaltungen sind, ist es dann natürlich umso blöder, wenn du dann sagst so, ey Leute, aber heute ist einfach nicht mein Tag, ich habe da keinen Turn drauf, weil wir haben die Veranstaltung meistens auch bei uns zu Hause, so, weil wir ein riesen Partyhaus haben, wo dann alle mal eingeladen sind. Und dann fällt das natürlich auf, ey, wo ist Florian? Ah ja, der ist ja wieder in Wettkampfvorbereitung, so, der wird wahrscheinlich nicht so Bock haben. Ja. Ansonsten mit Reisen und Co., klar, es ist natürlich übelst geil, wenn du sowas machen kannst, dass du einfach nur so Handgepäck mitnimmst und irgendwo, egal ob da ein Gym ist oder nicht, hinfliegst, da vorher nicht nachgucken musst. Aber ich sag dir ehrlich, wenn du Bodybuilding liebst, auch das Feeling und Co., für mich ist zum Beispiel Urlaub wie jetzt in Portugal, ich plane meinen Urlaub nach dem Gym und nicht das Gym nach dem Urlaub so. Also ich würde nirgendwo hinfliegen, wo es kein geiles Gym gibt, weil das ist dann für mich kein Urlaub. Punkt. Ja. Ja. Das ist immer, ich gucke immer die Studios durch und das Wichtigste ist für mich immer eine Hackenschmidt. Ich brauche immer ein Studio mit einer Hackenschmidt, damit alles, Rücken, Brust kann ich alles mit langer oder kurzer, aber für ein gutes Beintraining brauche ich eine Hackenschmidt und eine Beinpresse. Das ist irgendwie gesetzt bei mir. Aber das ist halt auch irgendwie, glaube ich, für uns anderer Urlaub. Jemand anders würde sagen, ach, was, warum machst du das? Ich finde das total geil, wenn du im Ausland bist und mal in anderen Gyms bist und auch mal andere Leute. Voll Das ist total genial. geil. Weil im Und da Gym, kannst da du ja ist. gerade in der Off-Season oder auch in der Prep kannst du ja voll viel andere Sachen noch machen. Ne? Es ist halt nur wirklich diese Basis, dass du ein gutes Gym hast, dass du da deine Routine machen kannst. Morgens gehst du halt spazieren, machst kein Cardio auf dem Ergometer und setzt it. Alles, was danach kommt, kannst du genauso gut mitnehmen wie jeder andere Tourist auch. Eben. Ich meine, wo ist der große Unterschied? Ja, wir essen vielleicht drei, viermal mehr am Tag. Und wir gehen 2 Stunden ins Studio. So, den Rest des Urlaubs kannst du genauso machen wie jeder andere. Aber jetzt muss ich sagen, also ich habe natürlich eine andere Vorstellung. Einer meiner größten Werte im Leben ist, die Welt zu sehen. Und ich habe sehr wenig von der Welt gesehen. Aber das ist mir so unfassbar wichtig. Und wie jetzt zum Beispiel, also jetzt als Beispiel, sagen wir, euer Wert wäre es, sowas zu machen wie Rucksack nehmen, durch Thailand reisen, dann nochmal nach Vietnam rüber und vielleicht nochmal Japan besuchen. Das ist halt echt, wenn das euer, das ist ja nicht euer Wert, ne? Aber für mich schon. Ist das halt nicht möglich gewesen, ne? Weil es wird jetzt auch sehr schwierig teilweise, ne? Dann ist es halt doof. Und ich meine, ich liebe auch Bodybuilding, aber ich liebe auch das. Um Ja, Leben und Tod, ja, Mann. die Welt ist halt Aber einfach interessant, ne? bitte, ja, auf jeden Fall. Ich finde es so traurig, weil die Welt eigentlich klein ist, ne? Die Welt ist eigentlich so klein. Ich meine, innerhalb von 24 Stunden könntest du fast überall sein, weißt du, was ich meine? Und das finde ich so bemerkt, ist einfach nur toll. Ja. Aber Bodybuilding bringt auch viel zum Reisen. Das ist halt auch wieder eine schöne Sache. Und ich Ja, glaube also auch ich mal habe. ganz ehrlich, wenn du halt mal wirklich 3 Wochen verreisen willst, dann kannst du das auch mal in einem Jahr machen. Also ich glaube, Einfach wirklich machen. in jedem anderen Sport gibt es irgendwie Saisonpausen, wo du mal 3, 4 Wochen Ja, gar nichts machst. stimmt Nur schon. wir sind halt irgendwie so bekloppt, dass wir uns keine Woche im Jahr mal irgendwie komplett off-off gönnen, sondern Aufgehört. warten müssen, bis wir halt irgendwie krank sind oder dazu gezwungen werden, eine Pause zu machen. Ja, Ich glaube, es ich meine. Kevin Levronian, der hat es ja auch gemacht, irgendwie so ein, ne? Ja, stimmt wohl. Hast du auch wahrscheinlich recht. Ja, also mal, ich habe es ja jetzt selber gemerkt. Ich habe jetzt in 6 Wochen ein bisschen was geschmissen, aber den meisten ist es auch nicht aufgefallen. Und ich könnte sagen, wenn ich jetzt nicht verletzt gewesen wäre, hätte ich sicherlich nicht so viel geschmissen und hätte 6 Wochen in der Welt unterwegs sein können. Ja, eben. So, ja, So, also hatten wir das alle ist auf schon. jeden Fall drin. Ich glaube, wir haben oft viel zu viel Angst, Muskulatur zu verlieren Ja, und räumen ja. uns deswegen keine Pausen ein. Das wäre für mich nämlich auch die größte Einschränkung, das ist einfach die Verkopftheit, die wir uns machen. Wahrscheinlich, ja, Ich Mann. wollte auch Gerade was sagen. Essen und sowas angeht. Also Guter da setzt Punkt, man, guter Punkt. ja, man irgendwie Voll. verkrampft man total, man analysiert alles durch und es ist halt irgendwie auch manchmal ein Segen, nicht so viel zu wissen. Denn je mehr man weiß und je mehr man irgendwie perfektionieren kann, desto mehr verkopft man irgendwie. Und das ist so für mich so der größte Faktor. Ja, stimmt.
Zwei Fragen noch. Eine schnelle: Wie sollte man seine Flohsamenschalen am besten nehmen? Oral, Marin. oral. Erstmal wichtig, dass es Flohsamenschalenpulver ist und nicht nur Flohsamenschalen. Na? Und zweitens ganz wichtig, auf keinen Fall in die Haferflocken mischen, wie es viele machen. Also wenn ihr mehr Volumen wollt, könnt ihr das machen. Für die Verdauung bringt es dann halt bloß nichts mehr, weil ihr wollt ja, dass die im Magen aufquellen und nicht in den Haferflocken. Das heißt, immer entweder dry scoopen oder halt in so ein lauwarmes Wasser mischen, na? Und dann morgens runtertrinken. Und so solltet ihr das nehmen. Genau, mit 5 Gramm vielleicht anfangen. Dann vielleicht maximal auf 10 hoch, aber ich würde das auch immer abhängig davon machen, wie viel Ballaststoffe man generell so am Tag drin hat. Wenn du ein viel Gemüse isst oder generell ballaststoffhaltige Ernährung hat, vielleicht muss es dann auch gar nicht sein, aber da würde ich es dann eher, wenn, dann niedriger ansetzen, so bei 5 Gramm. Habe ich eine Frage. Klar, ich kann es auch mit dem warmen Wasser rein und dann, ne, dass es aufquillt. Jetzt für mich die Frage: So, man macht es, aber ich weiß auch gar nicht wieso. Warum ist es notwendig, dass es nicht schon, also warum ist es notwendig, dass es erst im Magen aufquillt? Ich meine, wenn es aufgequellt im Magen ankommt, was ist der Nachteil zu dem, dass es im Magen aufquillen sollte? Weißt du, was ich meine? Ja, Also, du willst, warum? das ist ja gerade das, was die Verdauung anregen soll. Aber ich meine, du hast ja Der dadurch Volumen und Quellprozess. Ballaststoff im Magen selber. Weißt du, was ich meine? So. Also fangen wir anders an. Was ist das Ziel mit Flohsamenschalenpulver? Was wollen wir damit erreichen? Der bessere Verdauung. Eine bessere Verdauung. Aber wenn wir schon die Ballaststoffe aufgequillt in den Magen packen, warum sollte denn das nicht gut für die Verdauung sein? Ja, weil die ja dann schon aufgequollen sind. Aber warum soll Das dieser Aufquillprozess so gut sein für die Verdauung? Warum nicht der Ballaststoff aufgequillt? Also warum? Also ich frage wirklich, ich weiß es nicht. weiß es auch nicht. Versteht ihr meine Frage? Ja, ich verstehe es. Also Das kann ich ja. natürlich auch nicht so beantworten. Man sagt halt, deshalb nimmt man auch den Flohsamenschalenpulver, weil es einen höheren Quellindex hat. Ja, das ergibt Sinn, ja. Dass es eben im Magen aufquellen soll, dass das eben der ausschlaggebende Punkt ist. Das dauert dann auch meistens so ein paar Stunden, na, bis es dann richtig wirkt. Und meistens, was weiß ich, wenn du es dann zum Beispiel vorm Schlafen nimmst, kannst du dann morgen früh auf Toilette gehen. Das wäre mal Vielleicht, interessant. Vielleicht ja. weiß Ja. jemand, also Das wäre warum. eine Frage für Martina Olesch, glaube ich. Ja, Ja. Mann. Vielleicht ist ja, Also. entstehen beim Quellprozess irgendwelche Enzyme oder Gase oder Genau keine Ahnung. sowas. Das Irgendwie sowas kann ja bestimmt. sein. Genau. Aber die hast du bestimmt auch in den Haferflocken, wenn du es da, wenn du jetzt eine Stunde verkochst, denke ich mal, wirst du damit kein Problem haben. Glaube ich auch. Also ich. Und Na, ich denke sowieso immer, wenn du morgens deine 100 Gramm Haferflocken oder mehr isst, hast du Ballaststoffe da hast drin? du sowieso keine Probleme mit Ballaststoffen. Ja, eben. Eher irgendwo musst du aufpassen, dass du nicht zu viele isst. Also ich merke, also ich habe es jetzt auch in der Diät sehr oft genutzt, dass ich die Flohsamenschalen genutzt habe, aber bewusst, dass einfach mehr Volumen da ist. Und ich habe auch da einen Vorteil in meiner Verdauung gespürt, muss ich sagen. Also ich hatte da auch einen Vorteil. Deswegen frage ich mich, was da, also inwieweit es so wichtig ist. Oder Enzyme entstehen oder sowas. Müsste man wirklich Martina Olesch fragen. So, ich Was würde ist noch dazu. was, nach dem Quellen bilden die Flohsamenschalen eine gelartige Struktur, dass die Aufnahme anderer Wirkstoffe verzögern kann. Ja, aber das können Sie Aber ja auch, ist wenn Sie. doch sogar schlecht, wenn sie das verzögert, oder nicht? Ja, Ja, deswegen sollte man die nicht eben mit deshalb soll es Bitterkäse ja im geben, Magen ne? aufquellen. Ach Ja. so, okay, alles klar. Ja. Nochmal. Nicht mit Okay. deinen Medikamenten nehmen. Ich nehme sowieso das Vitafuse von Bixxon und da sind Flohsamenschalen schon mit drin. Ja, Spart man sich das aber Ganze. damit solltest du halt nicht die Schilddrüsenhormone Nee, Schilddrüsenhormone immer runterspülen. morgens nüchtern mit stillem Wasser, Tobi. So muss das Und dann eine sein. halbe Stunde warten danach. Das ist aber auch, das ist zum Beispiel eine Sache, die so viele falsch machen. Ja. Die nehmen ihr T4 einfach morgens mit anderen Sachen zusammen ein Ja. und es hat einfach nachweislich überhaupt keine Wirkung. Ja, Ja. ist einfach so. Wollt ihr nur eine Trainingsfrage oder wollt ihr ja eine kreativere Frage haben? Kreativ. Oh. Okay. Würde auch kreativ Was sein, ist für aber. euch das perfekte Sandwich? Oh Gott. Gott, ist geil. Wer fängt an? Chicken Teriyaki von Subway, so Schlachter. Wenn Nee, eigentlich nicht. du Ich dir selber finde, eins machen würdest jetzt. ja. ich würde Ciabatta-Brot nehmen, finde ich brutal. Ja.
Ich habe zum Beispiel nach meinem Profidebüt in Polen, da habe ich gesagt, ich will heute Abend ein richtig fettes Sandwich. Und Jan schon so, oh Digga, das wird richtig brutal, so mit viel zu viel Salz. Und dann habe ich mir irgendwie so 4 Packungen Schinken gekauft und ich habe nur 2 auf dieses Sandwich bekommen und das waren schon irgendwie 18 Gramm Salz oder so. Und dann halt, was ich richtig geil finde, immer saure Gurken. Ja, geil. Dann eine süß-sauer oder so eine Barbecue-Soße finde ich brutal. Mayo ist natürlich auch geil. Ansonsten ein bisschen Butter auf jeden Fall und Tomatensalat so Standard. Das darf, finde ich, auf einem richtig guten Sandwich nicht fehlen. Mozzarella. Und Ja. Mozzarella muss nicht sein, meiner Meinung Boah. nach. Ich finde Käse da normaler, so Cheddar oder so, finde ich richtig gut. Cheddar, geil, Rückst du in ja. den Ofen und dann mit dem Ciabatta-Brot, das ist für mich so mein Favorite. Ja, Ja. was Ist sagst du zu lustig. welcher Lachs? Finde ich auch gut, aber jetzt, Oh, also cool. vom Standard-Sandwich würde ich es nicht packen. Nee. Aber Käse ist wichtig, finde ich. Und Ja, auch das ist dieses mir aber. Sandwich-Käse ist auch geil, der extra dafür gemacht ist. Weißt du, was ich meine? Ja, Diese ja, Scheiben. ja. Ja. Aber es ist lustig, weil ich habe genau das gleiche in Portugal gemacht. Bin in den Supermarkt gefahren, habe mir Ciabatta-Brot geholt, habe mir geriebenen Parmesan geholt, Oh, dann habe ich Parmesan, ja, Mann. Hähnchen-Innenfilets angebraten, die überbacken mit Käse, Salat drüber, eine Burgersoße drauf, war perfektes Treat Meal. Sowas wird voll underrated, finde ich. Ne? Man geht so Ja, ein absolut. bisschen, sowas einfach so selber sich so ein geiles Sandwich machen. Voll geil. Oder so Kriegt er gerade belegte. so Bock drauf? Ja, Ja, Mann. Mann. Ja, Mann. Was sagt ihr zu Röstzwiebeln? Die finde ich auch Geil. geil. Geil, geil, Ne? geil, geil. Wenn In mein Magen Maßen. besser darauf reagieren würde, geil. In Maßen. Die habe ich gerade tatsächlich vergessen. Die meistens kauft man die, dann benutzt man so irgendwie 1/10 davon und den Rest der Packung Ja. so bleibt so ein Jahr in der Küche irgendwo Ja, im Regal stimmt. stehen. So. Stimmt, stimmt, stimmt. Ja. So ein Sandwich, ey, da hätte ich jetzt richtig Bock drauf, Leute. Ja, Mann. Ah, morgen. Mögt ihr Sachen so ein bisschen, also ich liebe das, Sachen, die ein bisschen mit süß kombiniert sind, also keine Ahnung. Sandwiches mit Fleisch, mit Honig oder Sandwiches, alles angesüßt oder auch so deftige Gerichte, so ein bisschen angesüßt. Ich bin großer Fan davon. Oh, Keine ich Ahnung, als weiß nicht. Beispiel, boah, ja, so Honigsoßen, die sind immer sehr sexy, so mit Honig-Senfsoßen. Honey Oder, Mustard, die ist gut, ja. ja, Ich Mann. meine, Der Klassiker, Ananas auf Pizza. boah, Hey, Igi, die finde ich Sahne. auch geil. Da habe ich jetzt nicht gerade dran Brutal. gedacht, finde ich auch geil, aber Hawaii es gibt auch ist was geilste anderes. Pizza. Voll Ja, Mann. ekelhaft. Hawaii ist auch geil. Ich finde es auch Was sagt geil. ihr zu Popcorn salzig? Ich mache immer Kann man Kombi, essen. salzig und Genau, salzig, süß. süß, perfekt. Ja. Das musst du anders Was? machen. Du musst das süße Popcorn nehmen, dann eine Tüte M&M's reinkippen. Dann hast du immer so ein bisschen Abwechslung zwischen Popcorn und M&M's. Absolut geil. Hört sich gut an. Klingt echt gut. M&M's Okay. klingt gut, das andere nicht so. Popcorn nicht? Ich finde, wenn du so gedanklich, du stellst dich ja auf den Geschmack ein. Und jetzt stell dir mal vor, du denkst, du greifst ein Süßes und greifst aus Versehen ein Salziges. Und dann denkst du, du beißt jetzt in ein Süßes, auf einmal hast du so einen salzigen Geschmack. Also keine Ahnung. Oder du stellst dich darauf ein, dass beides kommen kann. Ja. Da Das muss ist so wie er. bei dem Netflix und Chill-Eis, weißt du? Ja, Ja, Mann, boah, das ist stimmt. geil. Oh, lecker. Welches war nochmal? Alaska war das Eis, das Beste von Ben und Jerry's, was Martin meinte, ne? Ja, Martin meinte, dass es gut sein soll. Ich habe es nie getraut, es zu Ja, holen. aber Ich es habe gibt es letztes mittlerweile Mal auch. im Laden nicht gefunden. Das gibt es nicht überall beim Edeka, ne? Ich habe es auch ewig nicht mehr gesehen, aber das hat Roman Fritz mal empfohlen. Er Okay. hat mal Hast auf du es denn meine mal Story probiert? geantwortet, dass das Beste sei. Okay, gut, wenn Roman Dann das sagt. fand ich es auch gut. Also wenn man so weiße Schokolade mag, dann ist es geil. Wenn Ich Roman liebe das mag, findet Schokolade. Martin das auch gut. Ja. Martin vertraut. Können wir Dwayne jetzt hier nicht mit den übelsten Gelüsten in den Feierabend verschieben? Nennen wir vielleicht nochmal so eine richtig eklige Kombination, die ihr bei Leuten schon mal gesehen habt. Es gibt ja so Leute, die essen dann irgendwie, keine Ahnung, Salami mit Nutella oder irgendwie sowas, weißt Ja, du? meine Athletin macht Richtig das. widerlich. Was ist so die widerlichste Kombination, die ihr je bei jemandem gesehen habt? Ich finde Ketchup und Mayo zusammen auch widerlich Ja, so. ist voll geil. Wenn dann, nee, wenn dann nur eins. Pommes Nee. rot-weiß. Ja. Ja, mag ich nicht. Nee. Klassiker. Voll geil. Mayo oder Ketchup, aber nicht beides. Nee. Was richtig ekliges. Fisch mit Nutella. Was hast du Boah. gesagt? Ja, diese Sardellen und dann so Nutella drauf. Ich Okay, habe das mal ja. in so einem Reel gesehen. Fand ich richtig widerwärtig. Wisst Ja. ihr, was man in Schweden isst, was wirklich geil ist? Da braucht man richtig fettigen Käse, wirklich
haben wir als Kinder geliebt und ich schwöre es euch, ihr unterschätzt es jetzt. Hast du, in Schweden hat man immer süßes Brot, ne? Das ist alles immer gezuckert. Ja? Das ganze Brot ist immer ein bisschen süß. Da machen die Butter drauf, gesalzen, Käse drauf, sehr, sehr fettigen Käse und tunken das dann in stellt wirklich, also richtig in Kakao ein und essen das. Das klingt aber geil. Crazy. Das ist so geil. Das ist so gut. Das Nee, weil Brötchen das ist dann ist auch so ein bisschen eklig. milchbrötchenartig, ne? Ja. Bitte? Das Brötchen ist auch so ein bisschen milchbrötchenartig, Es ne? ist eher wie, es ist, boah, also klassisch ist so ein Brot, es sieht aus wie Graubrot, ist nicht wie Milchbrötchen, es ist konsistent Brioche. Graubrot, aber auch noch so ein bisschen süß. Okay. Ne? Ja, das kannst du wirklich nicht, kannst du nicht vergleichen mit deutschem Brot. Nee, kannst du wirklich gar nicht so vergleichen. Milchbrötchen ist noch zu weich, ist noch ein bisschen anders. Wie Ja. findet ihr die Kombi von Käse und Marmelade? Essen viele, ne? Ja. Ich finde oft Frischkäse und ja. Marmelade finde ich geil. So körniger Frischkäse und Frischkäse Marmelade und drauf. Marmelade ist brutal, ja, aber Das ist normaler aber, Käse und Marmelade auch. das ist so wie Preiselbeeren auf Schnitzel. Das schmeckt einfach brutal. Ja. Ja. Okay, Leute, wir wollten Dwayne abfucken, nicht noch weiter. Ich habe zum Beispiel letztens, also ist letztens vor in meinem Praktikum eine Schülerin gesehen, die hat einfach genüsslich auf dem Schulhof aus Alufolie eine Zwiebel ausgepackt und einfach die ganze Zwiebel gegessen. Was? 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 Wie so ein Apfel. Welche Nationalität? Deutsch, keine Ahnung. Was? Okay. Okay. Alter, Mundgülle des Grauens, Die hat Alter. wie so ein Apfel eine Zwiebel gegessen. Das ist hart. So, Dwayne, geht's dir besser? Mir geht's besser, danke. Danke. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr irgendwelche richtig widerlichen Kombinationen kennt, die Dwayne jetzt helfen, auch die letzten Wochen der Diät zu überstehen. Ich werde in den Kommentarspalten warten. Ja, Ja. da wartet er. Da findet ihr Dwayne. Also, Jungs, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Gerne. Ja. Tobi, dir weiterhin gute Genesung, gute Besserung. Gute Besserung. Danke. Ja, Dwayne, dir natürlich maximalen Erfolg für Mailand. Danke sehr. Flo, mach mal weiter Profis. Ja, Herzlichen ja. Und Glückwunsch, ich Flo. hoffe. Sie Ey, sah gut danke. aus, der junge Alter. Sehr gut. Danke dir. Auch Ja, Mann. starkes Feld in Schweden. War Ja. brutal. Aber wie schon gesagt, auch der Athlet, also dein Athlet hatte auch Profi, also war top. Geil, schön. Dankeschön. Ja, und Martin, dir wünsche ich natürlich möglichst wenig Stress jetzt in den kommenden Wochen. Na? Und euch danke fürs Zuschauen. Wie immer, Geld bildet euch breiter. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao. Ciao.